Einen wunderschönen Vormittag oder guten Morgen. Ich darf Sie alle herzlich willkommen heißen. Freue mich, dass Sie da sind zu unserem heutigen Vortrag. Mein erster IT-Lehrling. Ich darf Sie im Namen der Fachgruppe UBIT Wien begrüßen, Ihre Fachgruppe Unternehmensberater, IT-Dienstleisterinnen und Buchhalterinnen. Mein Name ist Rüdiger Linhardt. Ich bin seit November Ihr Berufsgruppensprecher und stehe gemeinsam mit meinen 32 Kolleginnen und Kollegen der Fachgruppe, den Mandataren und natürlich auch dem Büro gerne für Sie zur Verfügung. Worum geht es denn heute? Wir schauen uns am Vormittag gemeinsam an, wie denn die Lehrberufe in der IT sind. Wir kennen alle den Fachkräftemangel, 28.000 fehlende Fachkräfte, 24.000 Zahlen, die divergieren ein bisschen, in der Digitalisierung fehlend. Wir werden nicht alle über die klassischen Wege ausbilden. Wir werden für unsere Mitglieder, für unsere Betriebe, für unsere Kunden einfach die Fachkräfte teilweise selbst ausbilden müssen. Genau darum geht es heute Vormittag. Wie schaut der Vormittag gemeinsam aus? Ich werde jetzt in den ersten paar Minuten vielleicht kurz die Lehrberufe vorstellen, die es für unsere Branche gibt, so ein paar grundlegende Informationen geben, um dann gleich zum ersten Spezialisten weiterzugehen. Mario Grinja von der Lehrlingsstelle vom Betriebsservice, genau der Ansprechpartner, der weiß, wie ist denn der Weg zum ersten Lehrling von der technischen Seite her? Was gilt es alles zu beachten, organisatorisch, was ist durchzuführen? Wie läuft das Ganze ab? Und habe dann auch noch das Glück, und da freue ich mich auch sehr, dass ich auch noch die Leiterin der Leiterlehrlingsstelle, die Frau Magister Natalia Polemis, hier habe. Die beiden gemeinsam werden dann auch in der ersten Fragesession wirklich Ihre Fragen beantworten. Deswegen gleich meine Bitte, nutzen Sie den Chat. Sie haben auch ein Chatfenster. Stellen Sie Ihre Fragen hinein. Wir werden das durchschauen und werden die versuchen, gleich online zu beantworten. Keine Sorge, wenn wir irgendwas nicht sofort aus Zeitmangel oder weil es doch dann komplexer, persönlicher ist, beantworten, dann stehen sowohl wir von der Fachgruppe als auch natürlich die Frau Magister Polemis oder Herr Grinja gerne auch separat noch zur Verfügung und werden da versuchen, Ihre Fragen zu beantworten. Damit wir nicht nur die technische und organisatorische Seite sehen, sondern ein bisschen auch einen Erfahrungsbericht haben, freue ich mich dann, es wird so circa gegen 11 Uhr sein, den Sebastian Prohaska, ein IT-Unternehmer aus Wien von der Firma IT Helps, zu begrüßen. Er bildet selbst schon Lehrlinge aus und er kann uns da wirklich im Gespräch auch ein bisschen sagen, wie ist es denn von der unternehmerischen Seite? Auf was muss man aufpassen? Wie läuft das ab? Was gibt es für Tipps und Tricks? Wie geht es ihm denn dabei? Und zum Abschluss werden wir gerne nochmal eine kleine Fragesession machen, wo wir gemeinsam durchaus darüber diskutieren, was kann es denn noch geben, wo könnte noch was offen sein, wo brauchen Sie noch etwas. Gehen wir gleich ein bisschen in Medias Res. Sie kennen das alle, wir suchen unsere Mitarbeiter. Ich bin selbst IT-Unternehmer, habe das seit vielen, vielen Jahren immer wieder gehabt. Ich bin mir sicher, Sie auch. Sie müssen sich verstärken, die Kundenanfragen wachsen, Sie haben neue Kunden, Sie haben Veränderungen im Personal, Sie müssen neue Mitarbeiterinnen suchen. Klassischen Wege, die wir alle gehen, Karriereportale, die diversesten sozialen Medien, die professionellen sozialen Medien wie ein Crossing, wie ein LinkedIn, natürlich auch die Klassiker Mundpropaganda, Kolleginnen und Kollegen, die man fragt, kommen die Stellen her. Es gibt natürlich auch für die jungen Leute, die wir dann natürlich selbst ausbilden, ja die klassischen Wege. Ich darf Ihnen da auch einen Folder zeigen, den wir bei vielen, vielen Veranstaltungen schon verwenden, um ganz einfach junge Leute in die IT zu bekommen. Sie kennen alle die klassischen Wege, die HTL, die FH, die Universitäten, aber bitte nicht zu vergessen, auch die Lehre ist ein guter Weg in die Betriebe hinein. Und gerade für uns Unternehmerinnen besonders interessant, weil Leute, die wir bei uns im Unternehmen ausbilden, lernen unsere Prozesse kennen, lernen unsere Kunden kennen, sind in der gesamten Lehrzeit schon in den Betrieb integriert und sind damit natürlich noch viel, viel schneller wirklich vollwertige Mitarbeiter, die das Spezialwissen, das uns Klein- und Kleinstbetriebe ja eigentlich auszeichnet, auch wirklich von Anfang an mitbekommen. Wir haben, und möglicherweise haben Sie es im Postcast auch gehabt vor 2, 3 Wochen, auch einen Folder für Sie als potenzieller Dienstgeberbetrieb gesendet, wo wir so ein paar klassische Fragen beantworten und genau um die geht es auch heute. Genau da werden wir uns heute anschauen, wo sind denn so die Fragestellungen, wo fürchtet man sich vielleicht zu Recht, vielleicht zu Unrecht. Genau das werden wir miteinander erarbeiten. Sollten Sie diesen Folder noch nicht haben und ihn haben möchten, schicken Sie bitte einfach eine E-Mail an das Fachgruppenbüro und wir senden Ihnen gerne nochmal zu. Schauen wir uns jetzt gleich ein bisschen an, was kann ich denn ausbilden? Es gab im Jahr 2018 für unsere Branche eine komplette Reorganisation der Lehrberufe. Seitdem gibt es 3 Lehrberufe, gleich vorweg, alle 3 haben eine Dauer von 4 Jahren.
und sind sehr, sehr gut dokumentiert. Die Details werden dann ein bisschen später im Vortrag von Mario Grenier kommen. Ich möchte Ihnen nur ein bisschen schon zeigen, wo kriegen Sie denn Informationen her? Ein ganz wichtiger Punkt, es gibt auf den Seiten des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, gibt es zu jedem Lehrberuf, der in Österreich ausgebildet werden kann, einen kurzen Informationsblock, der wirklich sehr, sehr gut ist, vor allem da auch auf den Ausbildungsleitfaden. Sie sehen, dass die beiden Fotos in meiner Präsentation hinweisen kann. Alle Beispiele, die ich da heute jetzt ein bisschen bringe, beziehen sich immer auf den Job der Applikationsentwicklung, Coding, gilt natürlich in gleicher Art und Weise für alle anderen Lehrberufe, die wir ausbilden dürfen oder ausbilden können, genauso. Zusätzlich gibt es auch von der WKO natürlich Informationsseiten, auch der Link ist wieder in der Präsentation enthalten. Und gerade für die IT-Lehre, wo wir seit vielen, vielen Jahren versuchen, die jetzt auch in Wien noch populärer zu machen und für Sie aufzubereiten, gibt es auch die Webseite it-lehre.wien. Da sind ein paar Videos, auch für die Bewerberinnen, da sind Erfahrungsberichte, da sind natürlich diverseste Informationen auch für Frauen in die Technik, bitte ein ganz ein wichtiges Thema, auch hier wirklich die Diversität auch zu erhöhen. Schauen wir uns das ganz einfach an. Unter anderem gibt es dann auch ganz lustige Videos, die ich Ihnen jetzt aufgrund von technischen Geschichten, Sie kennen auch in Corona-Zeiten, manches ist doch immer nicht so einfach, jetzt nicht zeigen kann. Dementsprechend nochmals it-lehre.wien. Da sehen Sie ein paar ganz nette Doodle-Videos. So, gehen wir jetzt wirklich gleich in Medias Res und schauen uns den ersten Lehrberuf an. Was haben alle drei Lehrberufe gemeinsam? Die Lehrzeit ist 4 Jahre. 2018 wurde das gesamte Lehrbild, Berufsbild neu gestaltet, in Mitarbeit und unter Führung des Fachverbands UBIT, also der österreichweiten Vertretung Ihrer Unternehmen. Applikationsentwicklung, Coding. Wer bildet das klassischerweise aus? Softwareentwicklungsunternehmen, so wie Sie oder ich vielleicht, Multimedia-Agenturen oder natürlich auch größere IT- und Softwareabteilungen. Das heißt, wenn Sie ein Softwarehaus sind, das Produkte programmiert, die vielleicht Webdesign macht, dann sind Sie da ein klassisches Ausbildungsunternehmen. Die typischen Aufgaben, ganz kurz in groben Worten, das Programmieren von Applikationen, Einrichten von Datenbanken, ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit natürlich Requirements Engineering. Nicht zu vergessen, Datenschutz auch zu berücksichtigen, ist auch in allen Lehrbildern drin. Security, ganz aktuelles Thema, Sie wissen es, es geht gerade durch die Medien. Im Exchange-Bereich spielt es sich gerade ziemlich ab, in einigen anderen Bereichen. Und ganz wichtig, auch der Kundenkontakt. Wenn man sich das anschaut, wie könnte das ausschauen, gibt es auf den Seiten des Bundeskanzleramts im Rechtsinformationssystem, gibt es, da es ja gesetzlich normiert ist, für jeden Lehrberuf auch eine Ausbildungsbundesnorm, wo Sie sehen, was, welche Inhalte müssen in welchem Lehrjahr auch ausgebildet werden. Das ist vielleicht ein guter Tipp, da hineinzuschauen. Ich habe hier nur als Foto vom Lehrberuf Applikationsentwicklung. Es sind 5 Bildschirmseiten, das kann man sich sehr, sehr schnell durchlesen und man bekommt einen guten Überblick auch über die Detailanforderungen. Der nächste Lehrberuf, den ich kurz vorstellen möchte, ist die Informationstechnologie und die gliedert sich in 2 Teilbereiche. Einerseits die Systemtechnik, andererseits die Betriebstechnik. Beide Berufe haben natürlich einen gewissen Teilbereich, der ident ist, die Basisbildung sozusagen. Der Systemtechniker, klassischerweise würde man sagen Netzwerktechnikerin, Betreuung, Konzeptionieren von Netzwerken, Backups einrichten, Backups prüfen, Berechtigungskonzepte, Rollouts, die Anforderungen des Unternehmens erheben, typischerweise IT-Dienstleistungsunternehmen wie Sie oder ich. Und natürlich wieder größere IT-Abteilungen, die das aber teilweise sowieso machen. Der Betriebstechniker oder die Betriebstechnikerin im Gegensatz ist das klassische Produktionsunternehmen. Auch da kennen Sie vielleicht viele, viele maschinengesteuerte Unternehmen gibt es mittlerweile. Alles ist aber trotzdem IT-mäßig vernetzt. Es greift alles zusammen. Die Fräse, die Drechselmaschine, es wird alles de facto computergesteuert. Und genau dafür ist der Betriebstechniker eher zu sehen. Das ist Administration, Abgrenzung. Auch da wieder im Detail in der Ausbildungsverordnung zu sehen. Ganz kurzer Satz zur Berufsschule, die alle drei gemeinsam haben. In Wien ist es kein Blockunterricht, beziehungsweise ein kurzer Blockunterricht. Ihr Lehrling würde einmal in der Woche in der Berufsschule sein und dann für gewisse Blöcke, und das ist in der IT ganz, ganz klar, wir haben Ausbildungsinhalte, die man einfach geblockt unterrichten muss, die kommen da dazu. Ich möchte noch ganz kurz erwähnen, und da würde ich auch dann bitten, vielleicht die Frau Polemis oder den Mario Grinier ja dann auch reinzugrätschen in ihren Vorträgen. Es gibt auch das Modell der Lehre mit Matura. Gerade um Lehre noch viel
breiter einsetzen zu können, möchte ich das bei den vielen, vielen jungen Leuten auch spielen. Viele wollen vielleicht später noch studieren, wollen aber trotzdem jetzt schon im Beruf stehen. Und genau da sind diese Modelle sehr, sehr interessant. Und damit bin ich mit den einleitenden Worten eigentlich auch schon durch und möchte Sie da jetzt gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Lesen Sie es nach und schalten wir weiter zum Kollegen Grünier, der uns jetzt wirklich durch den Prozess einmal durchführt. Mario, bist du so lieb? The stage is yours. Mikro. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Hört man mich? Sieht man mich? Vielen Dank für diese sehr präzise und gute Einleitung zu diesem Thema. Ich werde Sie ein bisschen durch das Thema die allgemeinen Voraussetzungen führen und denke, wir können da gleich loslegen. Ich hoffe, dass Sie jetzt alles sehen, auch die Präsentation. Okay. Wie ich sie jetzt weiterklicke, ist natürlich eine andere Sache. Hab schon. Okay. Wir legen gleich los. Was brauchen Sie denn für Voraussetzungen, damit Sie Lehrlinge ausbilden? Ist klar, eine aufrechte Lehrberechtigung, das wäre in Ihrem Fall Dienstleistungen der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik. Es gibt natürlich auch Ausnahmen bei sehr großen Betrieben, die auch andere Gewerbe haben und interne IT-Abteilungen. Das ist ein eigenes Thema, also wenn das ein Fall ist bei Ihnen so. Ich hatte auch schon Anwaltskanzleien und Steuerberater, die eigene IT-Abteilungen haben. Die haben natürlich auch das Recht, Lehrlinge auszubilden unter gewissen Voraussetzungen. Sie als Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer stellen einen Antrag bei der Wirtschaftskammer, den sogenannten Antrag auf Feststellung. Da steht auch Feststellungsbescheid. Sie leiten hier ein Verfahren ein, das kostenlos und unverbindlich ist. Es kommt ein Kollege oder Kollegin von der Arbeiterkammer und von der Wirtschaftskammer zu Ihnen und schaut sich ein wenig im Betrieb um. Sprich, Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretung wollen sehen, wo wird denn dieser Lehrling ausgebildet. Wie der Herr Lienhardt schon erwähnt hat, also bei der Systemtechnik werden Sie natürlich sehr viel auswärts sein. Darum stellt sich auch immer wieder die Frage von Unternehmen, warum zu mir kommen, wenn wir sind eh auswärts sehr viel, aber es muss irgendwo eine Basis sein, zumindest wo sich Mitarbeiter treffen, wo sie Arbeiten vorbereiten. Aber in diesem Fall ist das auch jetzt keine große Sache. Also wir erwarten uns eine halbwegs normale Bürostruktur. Ein Lehrling sollte natürlich einen eigenen Arbeitsplatz haben. Ein Arbeitsplatz, ein eigener, ist in diesem Fall ein Schreibtisch, ein Computer, eine zumindest versperrbare Lade, wo ich meine Wertsachen einsperren kann, eine Küche oder sowas in der Art, wo ich mich zurückziehen kann auch als Lehrling und etwas essen kann oder mir ein bisschen was vorbereiten zum Essen. Und also bei der Systemtechnik kann es auch sein, dass man, ist jetzt nicht unbedingt Voraussetzung, aber irgendwo ein Lager, wo sie gewisse Komponenten rumliegen haben, wo man sieht, da bewegt sich etwas in der IT. Aber wenn das nicht der Fall ist, weil zum Beispiel viele haben das in den Autos und in den Bussen, dann wird es natürlich an dem nicht scheitern. Sie werden dann natürlich werden ein paar Sachen, Fragen gestellt von diesen Referenten. Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Oder eher die Frage, wie viele Fachkräfte haben Sie? Die Frage, was ist eine Fachkraft? Ja, stellt sich hier jemand, also der Herr Lienhardt hat schon erwähnt, jemand, der eine schulische Leistung mitgenommen hat, der IT gelernt hat, in welcher Form auch immer, oder jemand, der sich als angelernter Arbeiter in dieser Branche bewegt. Wir gehen davon aus, mindestens 5 Jahre, das sagt der Gesetzgeber, jemand, der sich 5 Jahre offiziell natürlich in dieser Branche bewegt, hat sich so viele Kenntnisse angeeignet, dass er diese auch weitergeben kann. Diese Fragen werden natürlich gestellt und dann die Ausbilderberechtigung. Das ist so ein eigenes Thema, Ausbilder im Betrieb. Der Ausbilder ist natürlich auf die Person bezogen und nicht auf das Unternehmen. Das kann natürlich der Unternehmer oder das Unternehmen selber sein oder einer der Mitarbeiter. Ausbilder bekommt man auch im Zuge zum Beispiel von Unternehmerprüfungen, Befähigungsprüfungen, verschiedenste Konzessionsprüfungen oder anderen Ausbildungen. Wenn ein Gewerbe frei ist, so wie Ihres, dann kommt das öfters auch vor, dass Unternehmen niemand hat im Betrieb, der einen Ausbilder hat. Der Ausbilder, der deckt den pädagogischen und rechtlichen Teil ab. Also ich kümmere mich um den Lehrling auch in pädagogischer Form. Wie führe ich Mitarbeiter, wie führe ich Lehrlinge? Das lernt man in diesen Ausbildungen, in diesen Prüfungen, in diesen Kursen. Wenn das der Fall ist, ja, sagen wir, Sie haben ein kleines Unternehmen mit 6, 7 Mitarbeitern und es ist niemand da, der diesen Ausbilder, diese Ausbildungsberechtigung hat, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, das nachzuholen. Es gibt Kurse im BFI oder im WIFI oder anderen Institutionen auch, 40 Stunden Kurse sind das,
wo sie zusammensitzen mit anderen Mitarbeitern oder Unternehmerinnen aus verschiedenen Branchen. Also da sitzt ein Zahnarzt, ein Elektrotechniker, ein Tischler oder unter anderem der IT-Fachmann, Fachfrau und lernen alle dasselbe im Prinzip. Sie lernen, wie ich mit Mitarbeiter führe, was darf ich nicht, was darf der Lehrling und pädagogische Sachen. Es gibt da verschiedenste Formen, Tageskurs, Abendkurs, Wochenendkurs, E-Learning. Der Kurs kostet 440 Euro, wobei sie natürlich, es gibt eine Förderung vom WAF, also Wiener Arbeitnehmerinnen-Förderungsfonds, in diesem Fall auch für Arbeitgeber. Von ca. 250 Euro bekommen Sie zurück, die Sie in Anspruch nehmen können, innerhalb von 3 Monaten, nachdem Sie diesen Kurs absolviert haben. Was dazu kommt natürlich, dann werden Sie sich sagen, also was jetzt muss ich wieder irgendwo einen Kurs, irgendwo Schule sitzen oder wie auch immer. Für den Anfang, falls Sie das nicht im Betrieb haben, also falls Sie niemanden im Betrieb haben, der das hat, aber Sie zeigen natürlich die Bereitschaft, das zu machen, gibt es eine Frist von 18 Monaten, um das nachzuholen, auch wenn Sie einen Lehrling schon im Betrieb haben. Das heißt, wenn die Referenten Ihnen zusagen, okay, auf diesem Standort darf diese Firma einen Lehrling ausbilden, bekommen Sie circa eine Woche später einen Brief, da ist sogenannter Rechtsspruch, da ist ein Datum drinnen. Und ab diesem Datum dürfen Sie Lehrlinge ausbilden in diesem Lehrberuf und Sie haben 18 Monate Zeit, diesen Ausbilderkurs nachzuholen, obwohl der Lehrling schon da ist. Ja, an dem soll es natürlich nicht scheitern. So, schauen wir mal kurz weiter. Wir haben uns natürlich heute, die Veranstaltung ist über die UBIT und wir haben uns auf die IT bezogen. Der Kollege hat schon ein bisschen erzählt über die Verordnungen. Wir sind natürlich, es gibt natürlich für jeden Lehrberuf vom Ministerium eine eigene Verordnung. Das ist mehr eine Hilfe für Sie. Was soll ich denn und wie soll ich denn ausbilden? Also da stehen gewisse Punkte systematisch drinnen, die eine Hilfe sind. Natürlich, wie Sie ausbilden, ist Ihre Sache. Das Ziel ist, dass ein Lehrling die Lehrabschlussprüfung schafft. Wir haben hier nur eine kurze Wiederholung von dem, was der Herr Linhardt erwähnt hat auch schon. Also dass das Gewerbe was für eines sein sollte. Aber was ich vorhin noch sagen wollte, das war dieser Feststellungsbescheid, dieser Antrag, den ich erwähnt habe, den Sie bei uns stellen, der ist natürlich kostenlos und unverbindlich. Und das gesamte, die Begehung, das gesamte System ist natürlich auch kostenlos und unverbindlich. Unabhängig jetzt von dem Ausbilderkurs sind die ersten Zahlungen, die Sie haben, natürlich die Lehrlingsentschädigung vom Lehrling. Gut. Das können wir im Prinzip auch schon ein bisschen überspringen, weil die IT-Technik wurde, also ein bisschen hat mir noch gefehlt, die Betriebstechnik. Die Betriebstechnik im Schwerpunkt aus der Informationstechnologie. Das eine war die Systemtechnik, das wahrscheinlich auf die meisten von Ihnen zutrifft, dass Sie ausbilden möchten oder könnten. Das ist der klassische IT-Techniker, der eigentlich mehr außerhalb seines Betriebs ist und in anderen Betrieben oder auch Privatsystemen Netzwerke aufbaut, also in dieser Richtung. Also mehr, also ich sage immer mehr ein bisschen auf die Hardware. Der Betriebstechniker ist natürlich eher für Industriebetriebe, also die etwas produzieren mit Werkhallen und Steuerungen von Werkzeugmaschinen mit einbeziehen und Vernetzen von diesen Maschinen. Wie gesagt, das sind mehr im produzierenden Betrieben, das wird ja auch immer wichtiger. Sie planen Produkte an Computern und Maschinen und die dort gefertigt werden. Gut, gehen wir einen Schritt weiter, falls es hier noch keine Fragen gibt vorerst. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, warum sollen wir denn Lehrlinge ausbilden oder was bringt Ihnen das nicht persönlich? Wenn Sie natürlich am freien Arbeitsmarkt sich umschauen, also ich sehe die Stellenausschreibungen in der IT sind die besonders sehr hoch und es ist sicher nicht leicht, also IT-Fachkräfte zu finden, wird Ihnen früher oder später den meisten nichts übrig bleiben, als sich selber Fachkräfte natürlich auszubilden. Ja. Also wenn Sie jemanden finden, der auch zum Beispiel das ausgelernt hat, jeder Betrieb arbeitet ein bisschen für sich selbst in seine eigene Richtung. Den müssen Sie auch wieder neu einschulen. Aber trotzdem ist natürlich eine sehr gefragte Branche im Moment. Dann müssen Sie sich, wenn ich das grob drüber bringen darf, jemand selbst erziehen, der wirklich zu Ihrem Unternehmen passt und zu Ihren Produkten und zu Ihrer Branche, also zu dem, was Sie anbieten. Ich habe jetzt einen Punkt hingeschrieben, Identifikation mit dem Betrieb, die Loyalität.
Wir reden hier von Jugendlichen. Ich will jetzt nicht sagen Kinder, aber doch Jugendliche, die zum Teil, größten Teil auch von der Pflichtschule kommen, von der Neunjährigen. Wenn wir uns zurückerinnern, also vielleicht vergleiche ich das ein bisschen mit dem ersten Auto oder so. Also egal, was man nachher noch hatte, dann dieses eine Auto, dieses erste wird in Erinnerung bringen. Und so ist das für diesen Jugendlichen mit diesem Betrieb. Also das ist dieser Schritt, den ich setze als Jugendlicher über ihre Türschwelle in diesen neuen Betrieb bei ihnen, der hat natürlich eine sehr große Bedeutung in seinem Leben. Also das ist ein sehr, sehr großer Schritt in die Wirtschaft und der passiert bei ihnen im Betrieb. Und wenn ich das richtig angehe, als Unternehmerin oder Unternehmer, dann kann ich natürlich sehr gut diese auch helfen, damit diese Loyalität zu diesem besonderen Betrieb für mich jetzt als Lehrling entwickle. Das bedeutet, also da gibt es eigene Workshops für dieses Thema, der erste Lehrling und so, aber ich will das nur kurz anschneiden. Holen Sie den Lehrling ab, praktisch und symbolisch holen Sie ihn ab, lassen Sie ihn nicht alleine, geben Sie ihm das Gefühl, dass Sie gewartet haben auf ihn. Auch die anderen Mitarbeiter sollten auch das Gefühl geben, diesen Jugendlichen, dass er willkommen ist und dass man auf ihn gewartet hat. Es ist natürlich sehr viel Angst dabei. Also unangenehmes Gefühl, auch für uns Erwachsene, wenn wir einen neuen Job in einer neuen Firma beginnen, dann ist es ein unangenehmes Gefühl. Und jetzt müssen Sie mal bedenken, wie das einem Jugendlichen geht, wenn er zu Ihnen kommt das erste Mal. Und zu dem Punkt Kostenvorteile. Also wir können natürlich darum herumreden, aber es ist natürlich auch eine billigere Arbeitskraft. Das ist ganz klar. Muss man jetzt auch nicht negativ sein. Also ich sehe das eher als Win-Win-Situation für beide. Wenn ich als 16-Jähriger, 17-Jähriger bei Ihnen anfange und bekomme Geld, dann bin ich natürlich total happy auch über die 500, 600, die ich bekomme. Und Sie, natürlich wird der Lehrling jetzt, kommt auf ihn selbst dann. Also wird Ihnen im ersten Jahr jetzt nicht so viel bringen, aber früher oder später sollte er natürlich auch dem Betrieb was bringen. Dazu ist dieses System natürlich auch da. Beim Punkt Image-Vorteile, natürlich ist das eine Art Qualitätssiegel. Ja, also mein Betrieb hat das Recht, Lehrlinge auszubilden. Er wurde durch Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretung ausgezeichnet, dass ich Lehrlinge aus. Ist gut genug, um Lehrlinge auszubilden. Und das hat auch schon natürlich eine gewisse Bedeutung heutzutage. Ja. Gut, machen wir kurz weiter. Was bieten wir Ihnen denn an? Was bieten wir Ihnen an als Hilfe bei der ganzen Geschichte? Sie werden natürlich nicht alleine gelassen. Also meine Funktion ist auch in der Kammer, ich berate und begleite Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Lehrlingsausbildung, jetzt unabhängig vom Lehrberuf. Besonders natürlich, wenn Sie das erste Mal Lehrlinge ausbilden, weil da die Betreuung am notwendigsten ist. Das heißt, Sie bekommen von mir den Antrag auf Feststellung. Ich erkläre Ihnen auch vor Ort, wenn Sie möchten, was erwartet Sie bei der Begehung. Das ist natürlich jetzt nicht allzu streng. Aber trotzdem gewisse Kriterien müssen erfüllt werden. Wir helfen Ihnen natürlich auch bei der Suche, also Vernetzung mit anderen Institutionen. Das heißt, hier gibt es eine sehr gute Kooperation auch mit dem AMS Jugendliche und mit den Bildungsträgern. Es gibt Förderungen. Also das ist auch ein sehr großes Thema, finanzielle Unterstützung. Wir haben eine eigene Förderabteilung, die sich mit diesen Sachen befasst. Ich will das nur ganz grob jetzt anschneiden. Die Basisförderung, also was das Geld betrifft. Also wir bekommen von uns für jeden abgeschlossenen Lehrvertrag, bekommen Sie 3 Bruttolöhne im ersten Lehr, 2 im zweiten und 1 im dritten. Wir begleiten Sie natürlich auch also vernetzen Sie mit dem AMS und beraten Sie auch in dieser Hinsicht für eventuell möglicherweise AMS-Förderung, die es da gibt. Da ist es natürlich sehr wichtig, dass Sie kommunizieren mit dem AMS. Sie sagen, okay, wir haben diesen Lehrling an der Hand, wie schaut es denn aus? Da würde ich Sie natürlich auch begleiten und Ihnen helfen, so okay, bei diesem Lehrling hat es Sinn, überhaupt anzufragen, bei dem hat es gar keinen Sinn, weil überhaupt keine Kriterien hier feststehen für diesen Lehrling. Also natürlich wird das AMS fördern unter bestimmten Voraussetzungen. Also wenn ich jetzt ein Musterschüler bin und vom 9. Pflichtschuljahr zu Ihnen komme und alles super, dann werden Sie sagen, warum sollen wir denn fördern? Aber es gibt natürlich viele Kriterien, die können wir dann auch im Detail durchgehen, wenn Sie möchten. Bei der Suche bieten wir natürlich auch an die Lehrstellenbörse, wo Sie sich online kostenlos registrieren können, wenn Sie Lehrlinge suchen in einem bestimmten Lehrberuf. Dann sollten Lehrlinge Sie finden auf dieser Lehrstellenbörse und sich alleine bei Ihnen melden. Wir haben auch noch die Lehrbetriebsübersicht, das ist eine Seite der Wirtschaftskammer, wo eine österreichweite Datenbank ist, wo
sehr, sehr viel, also ich will nicht sagen alle, aber fast alle Unternehmen, die ausbilden in Österreich, sich dort registriert haben. Und dann ist eine ziemlich leichte Suchoption. Da können Sie natürlich auch ein bisschen schauen. Also, und da, wenn Sie in Google geben, Leibetriebsübersicht, dann sollte das der erste Treffer sein. Dann können Sie zum Beispiel in Ihrer Branche jetzt schauen, wer von meinen Kollegen in Wien bildet denn schon aus. Das ist natürlich kein großes Geheimnis. Die Seite ist öffentlich zugänglich. Vernetzung nochmal. Also, die Vernetzung bedeutet natürlich AMS. War fördert den Ausbilderkurs zum Beispiel. Wir helfen bei der Suche. Was natürlich ein großes Thema ist, sind die Bildungsträger, die vom AMS bezahlt werden. Da sind Jugendliche drinnen, die, sagen wir mal, nicht rechtzeitig eine Lehrstelle gefunden haben. Und die sind dort schon in der regulären Lehrlingsausbildung. In der IT gibt es da auch sehr viele. Was die Unternehmen auch nicht wissen, dass es sowas überhaupt gibt. Also diese Jugendlichen können sie zum Beispiel 2-3 Wochen zu sich in den Betrieb holen, eine Art Praktikum. Das ist für sie ohne große administrative Verpflichtung. Das heißt, keine Meldung bei der Krankenkasse und auch keine Bezahlung. Die sind natürlich sehr wohl bezahlt, werden die sehr wohl bezahlt und sind auch angemeldet über den Bildungsträger, also sprich über das AMS dann. Dann kann man natürlich sich immer noch entscheiden oder sich mehrere holen, wie auch immer. Ja, so viel zu diesem Thema. Also wenn da natürlich Interesse besteht. Also ich sehe das im Prinzip als eine Art vorgezogene Probezeit ohne administrative Verpflichtungen. Dann weiß nicht, wie groß Ihre Betriebe sind. Also in diesem Fall, wie viele Lehrlinge darf ich denn ausbilden? Also es ist so, dass ich pro Ausbilder 2 Lehrlinge ausbilden darf und für jede weitere Fachkraft einen. Sprich, also wenn ich und noch 3 Mitarbeiter habe, so Fachkräfte, kann ich 5 Lehrlinge ausbilden und ab dem sechsten Lehrling brauche ich schon einen zweiten Ausbilder im Betrieb. Wir nennen auch diesen Sachverhalt so nebenberuflich, was ein bisschen kurios klingt, nebenberuflich deswegen, weil in großen Betrieben gibt es viele Lehrlinge, Siemens, Telekom, Bohr, wenn wir hernehmen, dann gibt es Mitarbeiter, die das hauptberuflich machen. Also ab 20 Lehrlingen, die kümmern sich dann, das ist ihr Vollzeitjob, die kümmern sich nur um die Lehrlinge. Aber das wird hier wahrscheinlich jetzt nicht der Fall sein. Gut, gehen wir ein bisschen weiter. Was wir haben noch als eine sehr interessante Abteilung, das BIWI, das ist die Berufsinformation der Wiener Wirtschaft. Ich mache immer Werbung dafür. Also vor allem wenn Sie das erste Mal ausbilden und Sie im Prinzip nicht viel Erfahrung haben, auch mit vielleicht nicht mit Rekrutierung. Also wir bieten an eine Art Vorauswahl für Sie. Muss jetzt nicht unbedingt sein, also wirklich spezifisch für die IT, aber was sehr beliebt ist, ist natürlich der Startup-Check. Das ist ein allgemein Wissenstest, den wir kostenlos anbieten für Unternehmen auch und für die Jugendlichen natürlich. Das heißt, es bewerben sich bei Ihnen jetzt Hausnummer 20 Lehrlinge, es können auch 2, 3 sein oder 50, das spielt keine Rolle. Dann werden natürlich Termine vereinbart, Sie rufen an bei uns, okay, ich habe so viele Kandidatinnen und Kandidaten, die würde ich mir gerne anschauen lassen. Dann kommen die zu uns und machen diesen Test am Computer, der dauert circa 1 Stunde und es gibt eine Auswertung. Also Sie müssen eine bestimmte Prozentanzahl erreichen, das sind in diesem Fall 50% dieser Fragen. Die Fragen belaufen sich bei dem klassischen Startup-Check auf Fragen, die in der Schule gemacht wurden. Also in der Pflichtschule, was Sie gelernt haben, sollten Sie es auch schaffen können. Dazu kommt noch natürlich Fragen des alltäglichen Wirtschaftslebens und was halt um uns herum passiert, vielleicht jetzt ein wenig Politik oder Corona oder so zum Beispiel. Also nennen wir, weiß ich, 5 Bundesländer und ihre Hauptstädte oder Nachbarländer oder sowas in dieser Richtung, Mathematik, Deutsch, Biologie, Sprachen und. Mit dieser Auswertung natürlich, da stehen auch, wo die Stärken und Schwächen liegen, also technisches Verständnis oder buchhalterisches oder Sprachen oder so, das sehen Sie ja schon, es muss ja nicht sein, wenn man die Technik nicht geschafft hat, aber auch technisch sehr gut beieinander ist, kann das für Sie trotzdem interessant sein. Wie Sie rekrutieren, ist natürlich Ihre eigene Sache, also wir wollen Ihnen da nichts vorschreiben, wir bieten nur Hilfe an und bei den Sachen, die kostenlos ist. In Ihrer Branche ist es sicher nicht uninteressant, auch mit den HTLs zum Beispiel Kontakt aufzunehmen. TGM HTL, also die sind da zugänglich für solche Sachen. Waren sie nicht, aber in den letzten paar Jahren, weil die Dropout-Quote doch ziemlich hoch ist,
Heißt aber nicht, dass diese Jugendlichen schlecht sind, nur sind sie vielleicht etwas praktisch veranlagt, nur haben die auch schon ein Vorwissen. Genauso die Jugendlichen aus dem Bildungsträger, die kommen zu ihnen schon und haben schon ein gewisses technisches Verständnis und haben auch schon was gelernt. Die von dem Bildungsträger, die gehen ja auch schon in die Berufsschule. Das heißt, wenn ich den einstelle, dann ist er im fünften, sechsten Monat und das, wo er dort war, muss ich anrechnen. Was aber eigentlich im Prinzip praktisch für beide Seiten ist. Sie sparen sich diese Anmeldung der Berufsschule und muss nur eine Mitteilung schicken, okay. Immer wieder so sehr, sehr gerne dieses Thema Matura. Lehre mit Matura ist natürlich ein sehr interessantes Thema, auch in dieser Branche. Das bedeutet, also der Kurs, wenn Sie schauen auf die Internetseite berufsmatura-wien.at, also den Link werden wir Ihnen auch zuschicken, die Kollegen von der UBIT. Das bedeutet, ich habe vier Fächer, Mathematik, Deutsch, Englisch und ein berufsspezifisches Fach als Matura-Fach. Seit der Zentralmatura natürlich gleichgehalten mit der AHS-Matura. Ich als Lehrling, also gehen wir einen Schritt zurück. Wenn wir als Erwachsene in eine Volkshochschule oder wo auch immer gehen und wollen die Matura nachmachen, dann werden wir sitzen wahrscheinlich jeden Tag, 2 Jahre sicher, von 18 bis 22 Uhr im Wifi oder Volkshochschule, wo auch immer. Das ist sicher nicht einfach, also von der Zeit her und vom Willen her und. Aber noch viel, viel weniger für einen Jugendlichen irgendwo zwischen 15 und 20. Der macht das vielleicht einen Monat und dann springt er ab. Diese Jugendlichen sitzen einmal in der Woche 4 Stunden am Abend. Das ganze Verfahren kostet natürlich nichts, aber nur kostenlos für Jugendliche, die einen Lehrplatz haben. Für Lehrlinge ist das kostenlos. Für die Unternehmen selbst kommen da auch überhaupt keine Kosten zu. Es war auch lange die Rede davon, dass wenn ich einmal einen Vorbereitungskurs vielleicht am Nachmittag habe, während meiner Arbeitszeit, dann erstatten wir die Wirtschaftskammer Ihnen und die Kosten für diese Zeit. Das ist jetzt in der Theorie, in der Praxis gibt es das nicht, weil sich einfach zu wenige Unternehmen gemeldet haben, die auch dazu bereit wären, einen Lehrling am Nachmittag zu schicken. Was ich aber absolut als überhaupt kein Problem sehe, das kann ich sehr wohl auch einem Jugendlichen zumuten, dass er einmal in der Woche 4 Stunden am Abend wo sitzt. Wenn man bedenkt, wie lange man bei welchen Spielen sitzt, wie viele Stunden oder wie beim Fernsehen oder wie auch immer. Also ich gehe mal davon aus, dass einige von Ihnen auch Kinder haben, die können wahrscheinlich der ganze Bänder davon uns erzählen. Man meldet sich über diese Homepage an. Es gibt 2-mal im Monat eine Informationsveranstaltung. Also im Prinzip, in der Praxis gesehen, hat das auf das Unternehmen selber keinen Einfluss. Sie haben keine Kosten oder irgendeinen anderen Beitrag zu leisten. Sie bieten einfach dem Lehrling an, dass er dadurch, dass er diese Lehrstelle hat, die Möglichkeit, die Matura zu machen. So, diese 4 Matura-Fächer, die ich Ihnen erzählt habe, er oder sie muss mindestens ein Fach abschließen vor dem Lehrabschluss. Er oder sie darf höchstens 3 abschließen, 3 Fächer von diesen 4, die ich erwähnt habe, vor dem Lehrabschluss. Da sagt der Gesetzgeber, okay, wir zahlen dir das, wir zahlen für dich diese Matura, aber damit das auch alles seine Richtigkeit hat, musst du vorher natürlich die Lehrabschlussprüfung schaffen, damit du die Matura fertig machen kannst. Deswegen habe ich nach dem Lehrabschluss, egal wie viele Fächer ich jetzt geschafft habe, habe ich nochmal 2 Jahre Zeit. Also in diesem Fall wären das, in Ihrem Fall wären das 6 Jahre sogar. Aber ja, als Lehrling muss ich natürlich nicht beginnen mit im ersten, ich kann auch im zweiten Lehrjahr beginnen. Vielleicht bin ich mir noch unschlüssig oder die Reife kommt erst nach einem Jahr, wie auch immer. Ist keine Verpflichtung, aber eine sehr, sehr gute Sache. Wenn ich aussteige, also der Abschluss mit der Informationstechnologie in der Tasche und in der anderen Tasche die Matura, sind mir natürlich meine Wege und sehr viele Türen offen. Aber okay, das dazu Fragen, ich meine, das ist die ganzen Sachen hier, was ich Ihnen erzähle, kann man natürlich sehr viel vertiefen. In der Regel komme ich auch zu Ihnen in den Betrieb, auch während der Corona-Zeiten, wenn Sie das möchten. Kostenlos und unverbindlich, meine Beratungstermine, so dauern sie keine Stunde. Alles, was ich brauche dazu, ist Ihre Anwesenheit, alles, was Sie brauchen, habe ich mit natürlich. Gut, schauen wir mal jetzt, also wir sind im Prinzip, das war so ein grober, sagen wir, Crashkurs. Im Prinzip sind wir am Ende, falls ich irgendwas vergessen habe, also ich glaube jetzt nicht von dem Groben jetzt, was wir durchgemacht haben. Meine Kollegin ist auch noch da. 2 Fragen höre ich, gibt es. Ich sehe die leider nicht. So, Entschuldigung, hallo, Polemis spricht. Ich werde nur dem Herrn Grinier kurz die 2 Fragen vorlesen. Die eine,
Wie lange dauert der Kurs für die Ausbildungsberechtigung und ist der Kurs selbst mit Kosten verbunden? Du hast es zwar vorhin schon im Vortrag gesagt, aber vielleicht wiederholst du das kurz nochmal. Ja, bin ich jetzt zu hören wieder? Oder? Ja, es ist so, der Kurs selber dauert 40 Stunden. Es gibt eine Ausnahme, der ist auch sehr beliebt, 4 mal 4 Stunden anwesend, den Rest geht übers Internet mit seinem Trainer. Der Kurs kostet 440 Euro, wenn Sie fertig sind mit diesem Kurs. Es gibt keine Prüfung in dem Sinne. Also es gibt so eine Frage, es wird eine Fragestellung in der Runde, aber so Prüfung in dem Sinne ist das nicht, das ist mehr ein Teilnehmen. Und 440 Euro kostet der Kurs, den müssen Sie selbst natürlich bezahlen. Wenn Sie fertig sind mit dem Kurs, melden Sie sich beim WAFF, baff.at. Da gibt es eine Förderung, aber da können Sie mich auch natürlich auch kontaktieren. Es gibt eine Förderung für diesen Kurs, wir haben eine Urkunde, mit der melden Sie sich beim WAF und bekommen ca. 250 Euro zurück. Die anderen Varianten sind halt die vollen 40 Stunden, also Tageskurs, Abendkurs, Wochenendkurs, E-Learning. Also ich denke mal, aber dass wir sind schon fast, wenn Sie schauen auf Wifi.at zum Beispiel, bitte klicken Sie an das Bundesland, sonst kriegen Sie die Informationen ganz Österreich im Kontextmenü und dann geben Sie ein bei Kurssuche Ausbilderkurs, dann sehen Sie alle Varianten. Ich denke mal, dass wahrscheinlich ist es auch schon so weit, einen Voll-Online-Kurs zu machen, aber sicher weiß ich das jetzt nicht. Ich möchte aber nochmal wiederholen. Es reicht, wenn Sie für den Anfang die Bereitschaft zeigen, diesen Kurs zu machen, dass Sie wissen, um was es geht. Ab dem Zeitpunkt, in dem Moment, wo der Rechtsbruch da ist, wo Sie Lehrlinge ausbilden dürfen, haben Sie 18 Monate Zeit, das nachzuholen. Ist keine Hexerei. Es gibt eine zweite Frist, die ich noch vergessen habe. Also, wir gehen nochmal kurz zurück. Die Referenten haben bei Ihnen im Betrieb, haben Ihnen grünes Licht gegeben. Ja, Sie dürfen auf diesem Standort diesen Lehrberuf ausbilden. Dann haben Sie 15 Monate Zeit, einen Lehrling auszubilden, also zu finden, einzustellen. Falls Sie das nicht machen, verfällt der Bescheid. Es gibt Unternehmen, die niemand gefunden haben, passend in der Zeit, selten aber doch. Na, dann stellen wir ihn halt noch einmal nach den 15 Monaten. Es gibt Unternehmen, die sagen, nein, ich habe mir das Ganze überlegt, ich will nicht. Na, dann lassen Sie einen verfallenden Bescheid. Darum habe ich auch erwähnt, kostenlos und unverbindlich. Ich hatte vor kurzem eine Friseurin, die mich angerufen hat, ein bisschen panisch. Ja, ich habe jetzt den Bescheid, aber ich möchte doch nicht ausbilden, weil ich kann mir das nicht leisten oder was auch immer. Sag ich, na, dann tun Sie es nicht. Lassen Sie einfach den Bescheid verfallen und die Sache ist erledigt. Ich hoffe, dass mit dem Ausbilder hat jetzt Ihre Frage beantworten können. Aber Sie können natürlich jederzeit mich persönlich auch anschreiben oder anrufen. Dann können wir das detaillierter durchmachen. Also von meiner Seite wäre ich mal vorerst fertig, falls sonst keine Fragen sind. Das Simmer, darf ich mich jetzt kurz wieder einschalten? Die Frau Polemis war schon so nett und hat sich dazu geschalten. Vielen Dank. Da sind wir jetzt eigentlich schon genau. Danke, Mario, für die ersten Einführungen im ersten Frage- und Antwort-Teil. Frau Polemis, ich glaube, es war noch eine zweite Frage drinnen. Also es kommen jetzt gerade ein paar Fragen herein. Genau, ich habe gesehen, es kommen die Fragen herein. Ich habe mir gedacht, dann machen wir das dann im Teil, wo es um die Fragenbeantwortung geht. Oder soll man sie gleich machen? Nachdem der Mario, glaube ich, jetzt mit seinem Vortrag, bist du, glaube ich, durch, Mario. Wir ja, können schon vorne die Fragen reingehen. Da darf ich Sie dann bitten und ich hätte dann auch die eine oder andere Frage, die wir vielleicht noch diskutieren können danach. Starten Sie mal los, Frau Polemis, sind Sie so lieb? Jawohl. Danke sehr. Also ich sehe, Moment. So, jetzt ist die nächste Frage. Reicht eine bestehende Ausbildnerberechtigung einer Person, die selbst kein IT-Know-how hat, zum Beispiel bisher nur kaufmännische Lehrlinge ausgebildet hat? Okay, ja, im Prinzip schon. Also es ist so, dass ich habe das am Anfang das Wort Fachkräfte erwähnt. Das bedeutet, wenn die Referenten da kommen, sie haben jetzt 2 oder 3 Mitarbeiter, die fachlich also, die sich da auskennen und sie arbeiten in ihrem Betrieb. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt 2 Büros weiter, da sitzt die Sekretärin und die hat die Ausbilderberechtigung, hat aber nicht wirklich jetzt fachlich mit der IT zu tun, dann ist das für uns natürlich in Ordnung. Die Referenten haben sich ein Bild gemacht. Auf der einen Seite haben wir jemanden, der fachlich den Lehrling ausbildet. Auf der anderen Seite haben wir jemanden, der die Ausbilderberechtigung hat, also den Ausbilderkurs, wie auch immer, der den Lehrling pädagogisch betreuen kann. Also aber selbstverständlich steht dann diese Person, die die Ausbilderrichtung hat, am Lehrvertrag. Das habe ich jetzt leider vorhin auch nicht erwähnt. Also das mit dem Lehrvertrag, den wir natürlich auch abwickeln. Also es gibt den Vertrag zwischen Ihnen und dem Lehrling, den sogenannten Lehrvertrag, den erstellen wir. Und auch ein bisschen zum technischen Verständnis, was das betrifft. Ich schweife jetzt von dieser Frage ab, aber ich hoffe, die wurde jetzt damit beantwortet. Wenn Sie jetzt
einen Lehrling einstellen, dann gibt es diese drei Fristen, die Anmeldung zur Krankenkasse, die Meldung in der Berufsschule und die Anmeldung zum Lehrvertrag. Also kein Lehrling hat einen Lehrvertrag bei Lehrzeitbeginn. Wenn Sie Hausnummer 1. April den Lehrling anmelden, dann wird der Lehrvertrag mit höchster Wahrscheinlichkeit so Ende April fertig sein, Mitte bis Ende. Also nicht, dann, es gibt Unternehmerinnen und die sagen, okay, also der Lehrling soll morgen in die Berufsschule, ich habe auch keinen Lehrvertrag. Die Berufsschule weiß das schon, dass der Lehrvertrag nicht von Haus aus fertig ist, sondern immer im Nachhinein erst abgegeben wird. Oder erstellt wird. So, dann habe ich die nächste Frage. Muss der Ausbilder gleichzeitig auch eine Fachkraft sein? Ich denke mal, das wurde jetzt beantwortet. Glaube ich auch. Ich würde auch sagen, das ist jetzt mit beantwortet worden. So, kann man zum Beispiel mit einem Psychologiestudium den Ausbilder erhalten ohne den Kurs? Naja, das hängt, man muss schauen. Es gibt Studienberechtigung, also Studienabschlüsse, die den Ausbilder sozusagen gleich halten. Das kann ich jetzt auswendig nicht sagen. Da können wir aber gerne gesondert darüber sprechen. Also wenn jemand Rechtswissenschaften zum Beispiel studiert hat, dann ist es überhaupt kein Problem. Also wenn Sie nachweisen können, eine Fachkraft mit 40 Stunden Mitarbeiterführung Pädagogik haben, ja. Wenn man das nachgewiesen hat, also kann auch ein Kurs sein oder eine andere Schule oder irgendeine Schulung, wo Sie das schriftlich nachweisen können. Die Gleichhaltung dieser oder im Ausland etwas erworben haben, das eine ähnliche Struktur hat. Das können wir nicht gleichhalten, aber das geht über das Ministerium. Aber da, wenn Sie so etwas haben, Sie oder einer Ihrer Mitarbeiter, wo Sie sagen, ja, ich hatte 40 Stunden Mitarbeiterführung Pädagogik oder ich hatte etwas, was dem Ausbilder nahe kommt, ein Mitarbeiter von mir, der hat das im Ausland gemacht, dann rühren Sie sich bei mir, dann werde ich Sie einleiten. Natürlich gibt es ein eigenes Verfahren, ein eigenes Antrag im Ministerium für Wirtschaftsstandort und Digitalisierung. Und dort wird das gleich gehalten. Die gehen aber sehr human mit dieser Sache um. Also die Gleichhaltung, wenn es wirklich ansetzt, also wenn es halbwegs nur der Struktur ähnlich kommt, wie sie in Österreich ist, dann wird das auch gleich gehalten. Damit hat sich dann für sie erledigt. Hier, also ich habe eben gesagt, kostenlos. Hier kommt ein kleiner Bearbeitungsgebühr vom Ministerium. Ich glaube, so um die 15 Euro kostet das circa. Aber wenn so etwas der Fall ist, was immer wieder vorkommt, dann rühren Sie sich bitte bei uns. Dann werde ich das mit Ihnen durchgehen und Sie auch vernetzen mit der zuständigen Stelle im Ministerium. So, danke, Mario. Ganz kurz mit einem Erfahrungsbericht reingrätschen. Ich habe die Ausbilderprüfung selbst gemacht. Das ist zwar schon ein paar Jahre her, aber ich kann da wirklich auch sagen, da waren sehr, sehr gute Vortragende, die da auch den einen oder anderen Aspekt und wieder reingebracht haben. Man ist selbst kein Jugendlicher mehr. Man muss sich vielleicht manchmal wieder hineinversetzen, auch wenn wir Eltern sind. Also ich muss sagen, auch gerade im Hinblick auf, dass der Großteil der Kosten ja dann auch noch ersetzt wird. Es ist die eine oder andere Stunde wert, sich mal wieder diesen neuen Input zu holen. Also ich habe das als sehr, sehr positiv empfunden, wenn ich das jetzt aus der eigenen Erfahrung kurz einwerfen darf. Ja, super, danke. So, dann haben wir die nächste Frage. Mario, die kannst du auch. Benötigt man je Lehrberuf einen Ausbildungsberechtigten oder reicht eine Person im Betrieb und kann trotzdem zum Beispiel der Lehrling in Coding und Systemtechnik ausgebildet werden? Also im Prinzip ist diese Frage auch schon beantwortet worden mit der letzten. Ja. Also bis zu die Person mit der Ausbildungsberechtigung muss ja nicht fachlich eingeschult sein. Also es reicht ja, und ich habe auch erwähnt, wenn gewisse Fachkräfte da sind, also wenn ich jetzt als ausbildungsberechtigte Person und da sind auf der anderen Seite zwei Fachkräfte, dann darf ich ja vier Lehrlinge ausbilden. Also ich stehe mit meinem Namen am Lehrvertrag, auch wenn ich mich mit IT jetzt nicht auskenne. Also die Sache ist damit, glaube ich, schon abgehakt. Bis zu fünf Lehrlingen kann ich natürlich, bis zu fünf Lehrlingen kann ich auf dem Lehrvertrag als Ausbildner oder Ausbilderin stehen, aber unabhängig auch von verschiedenen Lehrberufen. Wenn Sie den Antrag stellen auf Feststellung, das ist natürlich immer auf einen Lehrberuf bezogen, außer Sie schreiben mehrere hin, dann können die Referenten das auch abdecken. Aber natürlich gehen wir davon aus, dass wenn Sie so einen Antrag stellen, dass Sie auch das fachlich abdecken können. Wir wissen das nicht, was Sie in Ihrer IT-Firma machen. Also wir gehen davon aus, dass das so ist, wie Sie uns das sagen. Wenn Sie sagen, Sie fokussieren sich 90% auf Software, dann ist das Software. Aber wie gesagt, die Person, die Ausbilderin, wenn da natürlich genügend Fachkräfte sind, die kann auch jetzt für drei Lehrberufe sein. Also wenn ich jetzt das Recht habe, fünf Lehrjahre auszubilden, ich bilde im Bürokauf und Bürokauffrau aus, wie der Herr Lin hat das erwähnt hat am Anfang, und hier habe ich halt die Systemtechnik und die Applikationsentwicklung, na, dann stehe ich halt als
weiß ich nicht, sagen wir Sekretärin oder so, die mit dem Fachlichen nichts zu tun hat, stehe ich trotzdem natürlich auf dem Lehrvertrag mit Namen, wenn ich genügend Fachkräfte habe. Aber da machen wir uns natürlich das ist auch der Grund, warum die Referenten auch hingehen, unter anderem, dass wir uns ein Bild davon machen. So, dann ist noch eine Frage, ob ein EDV-Kaufmann, Frau, kein IT-Lehrling im eigentlichen Sinn ist. Wie lange dauert diese Ausbildung? Ja, na, der EDV-Kaufmann, die Kauffrau gehört zu den kaufmännischen Berufen und gehört jetzt nicht so wirklich in diese IT-Lehrlingsgruppe, macht aber keinen Unterschied. Die Ausbildung dauert 3 Jahre und kann natürlich in einem Unternehmen ihrer Gruppe auf alle Fälle ausgebildet werden. So, was haben wir hier noch? Moment, ich habe da ein bisschen die Übersicht verloren. Muss der Nachweis zum Ausbilden erneuert werden oder ist er unbefristet gültig? Das ist unbefristet gültig. Das muss nicht erneuert werden. Da gibt es keinerlei Fristen. Dann haben wir noch eine Frage. Gelten die Regeln auch für Praktika? Naja, an und für sich nicht. Wobei ich jetzt nicht ganz genau weiß, was hier als Praktikum gemeint ist. Oft werden umgangssprachlich kurze Arbeitsverhältnisse als Praktikum benannt, die nicht wirklich ein Praktikum sind. Also man muss da hier schon prüfen, ob das jetzt tatsächlich ein Praktikum sein soll. Es kann sein, dass Sie von der überbetrieblichen Berufsausbildung von einer Trägerorganisation einen Jugendlichen aufnehmen für ein Praktikum für eine gewisse Zeit. Da brauchen Sie auch einen Feststellungsbescheid. Also zumindest ist das gerne gewünscht, dass es einen solchen gibt. Darf ich kurz was zu diesen außerordentlichen Aufnahmen von Jugendlichen, also sei es Praktika oder es gibt, also Sie werden schon, der eine oder andere von Ihnen wird schon Erfahrung damit gemacht haben, berufspraktische Tage zum Beispiel. Da schwirren die Jugendlichen aus, die noch in der Pflichtschule sind und brauchen eine Woche irgendwo einen Betrieb. Da gehen wir schon ziemlich in die Materie hinein. In diesem Fall gibt es natürlich eine Vereinbarung mit der Schule, versicherungstechnisch. Das andere sind, das sind Praktika von Bildungsträgern. Da gibt es eine Vereinbarung mit den Bildungsträgern, die für Sie nicht wirklich eine Verpflichtung haben. Aber da geht es auch um versicherungstechnische Sachen. Wenn ich jetzt mit einem Bildungsträger, der Herr Lehnhardt hat der IBSA-Kammer erwähnt, hole ich mir einen Lehrling zu mir, also einen Jugendlichen zu mir in Praktikum, sagen wir 2 bis 3 Wochen. Ist aber nicht verpflichtend für mich, aber auch nicht für den Jugendlichen. Ich sage, okay, pass auf. Also ich denke mal, das ist doch nichts für uns, er oder sie. Braucht morgen nicht mehr kommen, ist grob. Aber genauso der Jugendliche, mir gefällt es hier nicht in den Betrieb. Auch wenn in dieser Vereinbarung steht, jetzt 3 Wochen, müssen Sie sich natürlich nicht dran halten. Das ist nur ein Vorschlag und damit der Lehrling, der Jugendliche auch versichert ist. Und der dritte Teil ist natürlich das Schnuppern. Also das Schnuppern ist, wenn ich jetzt am freien Arbeitsmarkt bin als Jugendlicher, nach der Pflichtschule, sei es und ich möchte mich ein bisschen, also Sie möchten mich kennenlernen im Betrieb und ich möchte Sie auch kennenlernen, dann holen Sie mal den Jugendlichen zu sich eine Woche in den Betrieb. In diesem Fall würde die Versicherung theoretisch, aber bitte bei uns zuerst anfragen, über uns laufen. Also wir bezahlen die Versicherung für Sie für eine Woche, also für 5 Tage. In diesem Fall ist es auch diese Abteilung BIWI, Berufs- und Fachschule der Wiener Wirtschaft, das auf der Folie, also biwi.at, oder Sie rufen uns an und wir sagen, wie das funktioniert. Ist eine ganz simple Geschichte, ein kleines Formular, völlig komplikationslos und am nächsten Tag ist das schon erledigt. Also wenn Sie wenn Sie nicht wissen, welche Art von Praktika jetzt bei Ihnen der Fall ist, dann bitte auch bei uns melden. Sagen wir, wir werden immer sagen für Sie, was ist der beste Weg für Sie, was ist der einfachste Weg und auch der billigste. Also hier gibt es auch keine Kosten in dem Sinne. Aber ich also einfach so aufnehmen, einen Lehrling oder einen Jugendlichen, jetzt bleibst du mal eine Woche bei mir, also das würde ich nicht machen an ihrer Stelle, da können sie ein bisschen in Teufelsküche kommen, braucht ja nur was passieren und also er ist nicht versichert. Mittlerweile wurde die Frage verifiziert, ja, also hier steht jetzt drin, kurze 3 Monate Praktika von Seiten der Schule erwünscht. Also ich gehe jetzt davon aus, dass es sich um ein Pflichtpraktikum handelt, das im Rahmen des Schulbesuchs absolviert werden soll. In dem Fall brauchen Sie keinen Feststellungsbescheid. Nein, das hat mit der Lehrlingsausbildung im weiteren Sinn nichts zu tun. Tatsächlich nicht. Ja.
So, was sehe ich dann noch? Feststellungsbescheid wird einmal ausgestellt und ist, solange ich Lehrlinge ausbilde, gültig. Muss erst erneuert werden, wenn ich 15 Monate keinen Lehrling hatte. Also es ist so, Sie bekommen einen Feststellungsbescheid und wenn Sie in den ersten 15 Monaten, nachdem Sie den Bescheid erhalten haben, keinen Lehrling ausbilden, dann muss dieser Bescheid erneuert werden. Ansonsten, wenn Sie Lehrlinge aufnehmen, Lehrlinge ausbilden, erst wenn es eine Lücke gibt von 10 Jahren in der Lehrlingsausbildung, erst dann muss tatsächlich der FB noch einmal, also dieser Feststellungsbescheid noch einmal erneuert werden. Ansonsten nicht. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut erklärt. Also Sie bekommen den Feststellungsbescheid. Die erste Variante ist, Sie fangen dann innerhalb eines gewissen Zeitraums aus an, Lehrlinge auszubilden. Dann haben Sie den Feststellungsbescheid erst, wenn eine Lücke von mindestens 10 Jahren entsteht, dann brauchen Sie einen neuen FB. Ansonsten, wenn Sie 15 Monate überhaupt nicht aufgenommen haben, obwohl Sie einen FB haben, dann brauchen Sie also relativ früh wieder einen neuen. Ja, ja. So, was steht hier noch? Feststellungsbescheid, da ja auch das Vorhandensein der Fachkräfte bei der Besichtigung überprüft wird, müssen die Fachkräfte am Besichtigungstag im Büro anwesend sein? Nein, so streng sind wir nicht. Wir vertrauen darauf, dass das, was man uns mitteilt, auch korrekt ist. Ja? Also es müssen nicht die Fachkräfte konkret anwesend sein. So, habe ich jetzt irgendwie, ja, ich habe sicher was übersehen, da geht es nämlich weiter. So. Bitte nochmals einen kurzen Überblick bezüglich der möglichen Lehrberufe. Informationstechnologie, Applikationscoding. Ich verstehe die Frage nicht ganz. Herr Lienhardt, vielleicht ist ja gemeint, dass man die Lehrberufe nochmal kurz... Die drei Berufe vielleicht nochmal kurz vorstellt, die es gibt. Mario, magst du, soll ich? Wie machen wir es? Ja, ja, also das ist Folgendes. Kurz nach der Lehr. Ja, ja, natürlich. Hier. Folgendes. Also wir haben die IT-Systemtechnik, also die Informationstechnologie bezieht sich in zwei Schwerpunkte, Systemtechnik und Betriebstechnik. Wir reden hier hauptsächlich von Hardware-Komponenten, also es geht mehr in die Richtung Hardware. Und dann haben wir die Betriebstechnik, die befasst sich halt mehr mit Werkhallen, Industriebetrieben, computergesteuerte Maschinen. Wenn ich Ihnen kurz, also der Schwerpunkt Systemtechnik betrifft vorrangig die Dienstleistungsbereiche in der IT. Das heißt, die Kenntnisse und die Fähigkeiten werden in anderen Firmen zur Geltung gebracht. Also Sie bauen Computernetzwerke auf, Sie errichten und betreuen Ihre Kunden regelmäßig. Also das ist das, was Sie alltäglich machen. Es kann auch natürlich auch bei Privatpersonen sein. Der Betriebstechniker, da ist natürlich auch etwas Software natürlich auch drinnen, Systemtechniker. Also ich baue ein Netzwerk auf, betreue es und mache online vielleicht auch Wartung und oder ein Helpdesk oder was auch immer in dieser Richtung. Der Betriebstechniker, der Schwerpunkt Betriebstechnik ist, ich wiederhole es nochmal, der ist hauptsächlich in großen Betrieben mit Werkhallen, Industriebetrieben, die etwas erzeugen, wo Maschinen sind, die selbst etwas anfertigen und die muss man steuern und auch ihnen eingeben, was sie machen sollen und diese auch warten und reparieren zum Teil. Also wir sind jetzt nicht Mechatroniker, aber so diese allgemeinen Komponenten natürlich. Und dann haben wir die Applikationsentwicklung. Also das ist im Prinzip ziemlich klare Geschichte, das ist Softwareentwicklung. Ich glaube, dazu müssen wir jetzt auch nicht näher eingehen, was Softwareentwicklung bedeutet. Ich glaube, man kann es landläufig ganz gut so sagen, der klassische IT-Dienstleister, die klassische IT-Dienstleisterin entspricht dem Systemtechniker. Das heißt, wir bauen Netzwerke auf, wir konfigurieren Serversysteme, wir richten Backups ein, wir überwachen die Systeme. Also diese klassischen Tätigkeiten des IT-Dienstleistungsbetriebs für sich selbst in größeren Konzernen oder für andere Strukturen, das heißt unsere Kunden. Wie der Mario richtig gesagt hat, im Privat- oder im Geschäftsbereich. Der Betriebstechniker ist, wie gesagt,
typischerweise in diesen großen Konzernen angestellt, muss man jetzt ganz, ganz offen sagen, wo einfach entsprechende Werksysteme am Laufen sind, wo ein Computer unterstütztes Produzieren dabei ist, wo es darum geht, diese Geräte zu vernetzen und in Betrieb zu halten. Und die Applikationsentwicklung, Codinglehre ist die Programmiererin, der Programmierer in unterschiedlichsten Bereichen. Ich würde da ganz gern vielleicht ganz kurz hinein grätschen, Mario, was wir noch ein bisschen zu wenig oder vielleicht noch ein bisschen genauer gemacht haben. Viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind Kleinstbetriebe, also wenige Mitarbeiter, nicht die großen Strukturen. Und da ist natürlich oft diese Urban, also diese Legenden, warum man denn nicht ausbilden soll und so weiter und was denn alles so schwer ist an der Lehre. Darf ich dir da vielleicht noch so ein, zwei stellen und du kannst sie mir wahrscheinlich relativ einfach widerlegen. Ein Klassiker, den ich selbst oft auch höre, ist, wenn ich mir einen Lehrling aufnehme, dann habe ich ihn 4 Jahre. Das Ganze ist am besten unendlich ab sofort. Und auch wenn er oder sie nicht geeignet ist, ich kann das fast nicht mehr auflösen, habe keine Möglichkeiten. Kannst du da ein bisschen die Befürchtung nehmen, wie denn das ablaufen könnte, wenn es einmal wirklich nicht passt, wie man denn damit umgehen würde mit so einer Situation? Also ich denke mal, da geht es auch ein bisschen ins Rechtliche, ins Juristische. Wir fangen an mit der Probezeit, aber ich denke mal, das wäre besser aufgehoben bei der Magister Polemis, die Auflösungsmöglichkeiten. Aber bevor ich übergebe, möchte ich Ihnen noch sagen, Sie werden ja nicht alleine gelassen in diesen Punkten, wenn es Probleme gibt. Also das, was du jetzt sagst, das hören wir natürlich auch oder von einer dritten Person. Ich habe ein Problem mit einem Lehrling und das ist eine Katastrophe, und furchtbar. Wir selbst haben nie gehört von diesen Fällen. Also Sie müssten, wenn Sie uns dann rankommen, dann aber nur jammern hilft nicht, dann melden Sie sich bei uns, dann helfen wir weiter. Entschuldigung, Natalia. Nein, er hat schon recht. Er hat schon recht mit dem, was er sagt, der Herr Grinier. Nein, also es ist tatsächlich so, es gibt sehr wohl Auflösungsmöglichkeiten. Ja? Die sind nicht ganz so einfach wie sonst im arbeitsrechtlichen Verhältnis, wobei auch dort gibt es ja sehr viele Beschränkungen mittlerweile. Also Sie haben zunächst einmal die Probezeitlösung. Das sind die ersten 3 Monate. In der Lehrzeit ist Probezeit. Da kann man jederzeit ohne Angabe von Gründen das Lehrverhältnis auflösen. Wenn der Lehrling Ihnen wirklich massive Schwierigkeiten bereitet, beziehungsweise die Berufsschule schwänzt zum Beispiel, kommt immer wieder vor, oder seine sonstigen Dienstpflichten verletzt, oder vielleicht tatsächlich unfähig ist, den Lehrberuf zu erlernen, dann kann man eine vorzeitige Auflösung des Lehrvertrags machen. Ja, auch das geht. Das ist so etwas Ähnliches eigentlich wie sonst diese fristlose Entlassung. Weil es im Berufsausbildungsgesetz, in dem wir uns bei den Lehrlingen quasi befinden, nicht die Möglichkeit gibt, ein Lehrverhältnis zu kündigen, hat man auch eine außerordentliche Auflösungsmöglichkeit eingebaut. Das geht am Ende des 1. und am Ende des 2. Lehrjahres. Also wenn Sie bemerken, die Probezeit ist schon vorbei und Sie bemerken, es ist aber nicht so, wie Sie sich das vorstellen mit dem Lehrling, Sie sind nicht zufrieden, dann können Sie unter Einhaltung von einem gewissen Verfahren, klingt jetzt so kompliziert, ja, also es geht jetzt nicht zu Gericht oder so, ja, es ist nur die Lehrlingsstelle, die eingebunden werden muss, und wir beraten Sie dann natürlich auch diesbezüglich, wie das genau funktioniert. Kann das Lehrverhältnis am Ende des 1. Lehrjahres auch aufgelöst werden? Da muss der Lehrling auch nicht damit einverstanden sein oder die gesetzlichen Vertreter. Oder Sie können dann auch noch einmal zum Ende des 2. Lehrjahres, ja, dieses Lehrverhältnis auflösen. Passiert vor allem auch dann, wenn Sie vielleicht einen Lehrling übernehmen von einem anderen Lehrbetrieb, wo das erste Lehrjahr schon, sag ich jetzt einmal, vorbei ist, ja. Also das gibt es natürlich auch. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Probleme haben, dann wenden Sie sich an uns und wir werden Ihnen genau fallspezifisch gerne erklären, wie Sie am besten vorgehen. So, dann habe ich hier noch eine Frage, und zwar: Ausbildung im Betrieb und in der Berufsschule sollte im Idealfall inhaltlich Hand in Hand gehen. Erhält man Einblick in den Lehrplan der Berufsschule und in das verwendete Lehrmaterial? Ja.
Also der Lehrling hat die Verpflichtung, Ihnen seine gesamten Unterlagen von der Berufsschule zu zeigen. Er wird es vielleicht nicht tun, wenn Sie ihn nicht auffordern. Ja, ist möglicherweise so. Aber wenn Sie ihn auffordern, dann gehört das so zu seinen Dienstpflichten. Er muss Ihnen seine Schulaufgabenhefte zeigen. Er muss Ihnen mitteilen, welche Noten er bekommen hat oder auf welcher Note er voraussichtlich sozusagen steht. Was in der Schule konkret gemacht wurde, wenn Sie nachfragen, muss er Ihnen das auch alles erzählen und zeigen. So soll es ja auch sein. Es sollte ja ein Miteinander sein, dass Sie sehen, wo wird in der Schule was wie gelehrt und umgekehrt, dass der Lehrling weiß, okay, bei meinem Lehrbetrieb wird das und das erklärt. Vielleicht habe ich irgendwo ein Problem in der Schule mit irgendeinem theoretischen Fach und dann kann man das im Betrieb natürlich auch erklären und ausmerzen, das Problem. Ja. Da gibt es auch übrigens diese gratis Nachhilfe für Lehrlinge am Wifi. Hast du das zufällig, Mario? Wie heißt die Homepage? Gratis Lernhilfe, oder? Achso, nein, die habe ich nicht. Also, aber ich kann mir das zuschicken oder wenn Lin hat, wenn wir das zuschicken. Ja, dass wir das noch nicht. Ich habe den Link jetzt nicht hier. Also, wir bieten einen gratis. Ich habe mir nur gedacht, vielleicht, ich weiß, nämlich nicht auswendig, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist so eine gratis Lernnachhilfe, die es auch am Wifi für Lehrlinge gibt. Ja. Soll sehr gut ankommen. Also, es hilft. Ja, ist aber in der Freizeit zu genießen, kostet wird nichts. Wird auch gut genutzt. Genau, so ist das, ja. Man sieht, dass die Angebote da immer deutlich breiter werden, dass wirklich auch für die Lehrlinge immer mehr getan wird und damit auch für uns Unternehmerinnen und Unternehmer. Jetzt hätte ich noch eine Frage, die ich jetzt noch gerne vielleicht mit Ihnen diskutieren würde, bevor ich dann den Sebastian Prohaska, der nämlich auch gerade reingekommen ist, begrüßen darf. Ich höre immer wieder von unseren Unternehmerinnen und Unternehmern, dass sie sich ein bisschen die Sorgen machen, ich decke nicht das ganze Berufsbild ab. Gerade kleinere Betriebe, die vielleicht in 3, 4, 5 Mann Betrieb wären, super Ausbildnerinnen oder Ausbildner werden, machen sich da oft sehr, sehr viel Sorge. Wie kann man dem ein bisschen begegnen? Wie weit kann man die unterstützen? Und man natürlich, es wird ja auch einiges des Berufsbildes in der Berufsschule auch gelehrt. Man muss ja nicht alles können. Wie sehen Sie das da? Wie kann man da vielleicht ein bisschen Tipps und Tricks geben an die Kolleginnen? Naja, also es ist ja tatsächlich so, Sie müssen ja in der Lage sein, das überwiegende Berufsbild auszubilden, aber nicht alles. Ja, das erwartet auch niemand. In dem Fall, dass beim Betriebsbesuch einfach gemerkt wird, okay, das eine oder andere kann im Betrieb einfach nicht abgedeckt werden, kann man einen sozusagen, also einen sogenannten Ausbildungsverbund vereinbaren, dass Sie sich entweder einen zweiten Unternehmer suchen, wo dies Jetzt ist irgendwie, bin ich jetzt draußen oder alle? Nein, ich glaube, es war ein kurzer Hacker. Ich höre dich wieder, Mario. Frau Polemisch, ich sehe Sie auch. Also dann kann der Lehrling einfach zu diesem zweiten Betrieb geschickt werden, je nachdem, wie viel er dort lernen soll für einen gewissen Zeitraum. Oder es gibt natürlich auch ziemlich viele Kursmaßnahmen. Das geht auch. Also ich kann gewisse Berufsbilder auch mit einer Kursmaßnahme zum Beispiel am Wifi abdecken. Und dennoch kann ich Lehrlinge ausbilden. Das ist wirklich kein Problem. Super, das heißt, auch da gibt es Lösungen, auch für uns kleine und kleinere Strukturen. Dann würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht jetzt kurz eine Fragenpause machen. Jetzt den Sebastian Prohaska. Sebastian, du bist schon da, habe ich gesehen. Ich darf dich herzlich willkommen heißen. Magst du dich vielleicht einmal kurz online schalten? Jawohl, servus Sebastian. Du bist, glaube ich, noch lautlos. Nein, hören tue ich dich nicht. Tücken der Technik. Nein, leider. So, ich bin selbst. Jetzt höre ich dich, Sebastian. Super. Danke dir. Wir schaffen das auch. Wir haben uns alle an die Corona-Zeit gewöhnt, die Webcams und Web. Trotzdem gibt es manchmal die eine oder andere Kleinigkeit. Schön, dich zu sehen. Freue mich, dass du da bist.
Sebastian, wir haben die letzte Stunde schon ein bisschen damit verbracht, über die Lehrberufe und die Wege zur Lehre und wie denn das Ganze abläuft, zu diskutieren. Ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt auch im lockeren Zwiegespräch und vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, damit die Zuhörer noch ein bisschen ein Gefühl kriegen, wo kommst denn du her sozusagen? Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Sebastian Prohaska. Ich habe eine Agentur, die heißt It Helps. Wir beschäftigen uns mit Online-Marketing, allerdings fokussiert auf die Google-Welt und Webentwicklung. Und waren eben früher IT-Dienstleister und haben sich daraus entwickelt. Und Lehrlinge bilden wir schon seit vielen Jahren aus. Und genau, ja. Ja, genau. Da haben wir uns auch kennengelernt. Also da weiß ich das auch in dem Fall. Es würde mich jetzt genau das interessieren. Ich weiß von dir, dass du relativ schnell auch gewachsen bist, personalanzahlsmäßig. Mhm. Wann war bei dir der Zeitpunkt, dass du gesagt hast, jetzt würde der Lehrling oder also ein Lehrling auch in Frage kommen? Und wie war das Prozedere? Wo hast du dir Hilfe geholt? Wie ist denn das abgelaufen? Kannst du uns das ein bisschen wirklich die Praxiserfahrung aus deiner Sicht sagen? Also irgendwie, wir wurden, glaube ich, angesprochen. Ich kann mich noch an den Burschen erinnern. Und wir wurden angesprochen bei Lehrlinge, das war noch in der IT sozusagen ausbilden. Und wir haben uns dann einfach schlau gemacht und haben das dann mit diesen Burschen probiert. Für uns ist immer der Weg zur Wirtschaftskammer. Also es ist gar keine Schleichwerbung, sondern da ist einfach immer tolle Unterstützung, tolle Fragen da, telefonische Dinge. Das hat uns eigentlich immer super weitergeholfen. Natürlich waren große Ängste da, wie man sie kennt. Den Lehrling kriegt man wieder raus und solche Dinge. Die haben sich aber alle, ehrlich gesagt, nicht bewahrheitet. Also wir mussten zwei Exits von Lehrlingen vornehmen. Er war leider einer davon nach 2 Jahren. Okay. Und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Für alle Seiten fair, das ist uns immer wichtig. Aber ein Mehrwert ist das auf jeden Fall. Aber der erste war sozusagen eigentlich, so wie es halt immer ist, ist uns irgendwie hineingerannt. Das heißt, das hat sich so entwickelt, hat ganz gut gepasst. Ich glaube, du bildest ja aktuell, glaube ich, auch aus, gell? Du hast ja, im Moment 3 Stück, glaube ich. 3 Stück, wow, super, das hört man gerne, je mehr, desto besser. Ja. Wir brauchen die Fachkräfte der Zukunft. Ja. Wie magst du das? Du bist zwar recht schnell gewachsen, aber bist doch auch noch, unter anderem du, auch sehr, sehr wichtig in der Funktionalität her. Wie magst du das auch mit der Betreuung der Lehrlinge? Das heißt, du hast deine Fachkräfte, übernimmst du da viel selber? Was machen deine Mitarbeiterinnen? So ein bisschen ein Erfahrungsbericht, dass auch unsere Kolleginnen sehen, wie man das ablaufen würde. Also wir differenzieren ehrlich gesagt gar nicht so stark zwischen Lehrling und Trainee, also sage ich so Berufsquereinsteiger, die man halt aufnimmt, die brauchen beide, brauchen einfach eine Betreuung. Und wir haben so eine Art Mentoring-Programm, das heißt, es gibt eine Person, die auch Zeit unter der Woche zur Verfügung gestellt bekommt, also die einfach in ihrem Tagesgeschäft dann weniger machen kann oder muss, damit die Zeit da ist, sich um diese Mentees zu kümmern. Und das ist halt Lehrling oder eben der Trainee. Und unsere Lehrlinge sind eigentlich wahnsinnig schnell integriert. Also die sind, die haben den Vorgesetzten, der sich darum kümmert, also dieser Mentor. Das bin ich nicht im Moment, bei allen drei nicht. Okay. Aber die kümmern sich drum und die haben wahnsinnig tolle Aufgaben mittlerweile. Also die sind wie ein vollwertiges Mitglied in Wahrheit. Mhm. Es ist halt das Alter, da muss man ja schauen, in welchem Alter man Lehrlinge aufnimmt und so. Das ist sicher ein Thema, das man mit sich selbst überlegen sollte. Aber das sind vollwertige Mitarbeiter und Kollegen. Die verstehen sich, glaube ich, auch so. Also wir differenzieren den Betrieb nicht irgendwie. Der okay. Lehrling ist der immer die Küche zusammenräumen muss, gar nicht. Also, das sollte ja auch nicht sein. Ja. Du, David, ich frage, weil du gerade das Alter angesprochen hast, das ist nämlich wirklich ein Thema. Darf ich fragen, in welchem Altersbereich du jetzt bewusst Lehrlinge aufgenommen hast? Waren die unter 18? Weil ich glaube, das ist die magische Grenze. Oder hast du über 18 geschaut? Also wir haben derzeit alle 3 sind über 18. Wir haben sozusagen 2 Quereinsteiger. Wir haben nicht so gute Erfahrungen gemacht mit unter 18. Warum? Die haben einfach Themen, was in ihrem Leben denn noch so passieren soll. Und das ist einfach Jugendlichkeit. Und das ist ja auch alles okay, das ist nichts Schlechtes. Man muss nur damit klarkommen. Und bei uns sind jetzt schon, man merkt, ich werde alt auch, aber bei uns sind jetzt schon die 23-Jährigen, die Jungen. Also im Sinne von, die haben auch gewisse Themen in ihrem Leben schon und so.
Die allerbeste Erfahrung habe ich gemacht, ehrlich gesagt, mit diesen Quereinsteiger. Also es gibt ja auch Programme, wo man einen Lehrling am zweiten Bildungsweg ausbilden kann. Und ich habe ein Mädel, die war vorher stellvertretende Filialleiterin einer Ströck-Filiale und hat sich jetzt entschieden, unseren Beruf vor 2 Jahren, ist jetzt bald fertig sogar, zu machen, oder 2,5 Jahren. Und die ist zwar nur 22, 23, aber die ist halt volle Mitarbeiterin. Also da gibt es gar nichts. Die kann so viele Themen uns übernehmen und so. Und die übernehmen wir auch freudig, wenn sie das auch will, von dem wir ausgehen. Aber unter 18 habe ich leider nur einen gehabt und das ist leider nicht so gut gegangen. Gell? Aber vielleicht, das heißt nicht, dass sie schlecht sind. Genau, vielleicht ist das ein Thema, was wir nachher noch mit der Frau Polemis und mit Mario Grenier noch kurz darüber diskutieren könnten, wo denn die Unterschiede zwischen den 15- und den 18-Jährigen sind, also wo man ein bisschen aufpassen muss. Kann das natürlich in der Branche nachvollziehen, gerade vielleicht sogar so HTL-Absolventen, die rund um die 18 sind oder Abbrecher in dem Fall, sind natürlich ganz, ganz spannend. Möglicherweise interessiert ihn Physik und Chemie nicht ganz so gut oder Sie und trotzdem sind es tolle Programmiererinnen. Jetzt hast du angesprochen, es gibt da gute Programme, zweiter Bildungsweg. Jetzt ganz pragmatisch, hast du da auch Förderung in Anspruch genommen und hast du da auch wieder Hilfe von der Kammer oder von wem auch immer bekommen, das richtige Informationsmaterial zu bekommen? Na, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ja die Lehrlingskosten im Verhältnis zu einem Mitarbeiter ja ganz woanders sind. Das ist ja auch ein toller Vorteil, muss man schon wirklich sagen. Also das Projekt Lehrling kann dir ja einen wahnsinnigen Boost im Betrieb geben. Und wir haben Förderungen erhalten, wie hoch und so weiß ich nicht, aber wir haben immer die Wirtschaftskammer angerufen und da gibt es dieses Portal, da war ich schon mal angemeldet und da sieht man, okay, welche Förderung ist wann und man muss sich um sehr wenig kümmern, also man kriegt das auch automatisiert, in meiner Wahrnehmung zumindest. Man kriegt so einen Brief, du, die nächste Förderung kommt bald und so, und das ist wirklich toll. Und das waren einfach immer nette Zuckerl. Also wir haben jetzt gar nicht so damit kalkuliert im Sinne von dem Controlling. Wir haben gesagt, das ist der Kostenlehrling und ab und zu kam so eine Förderungszuckerl dazu. Erste Anlaufstelle wieder Wirtschaftskammer, das E-Mail durch oder anrufen und dann sagen die, okay, wie kann man den Business Case auch ein bisschen rechnen. Ja, jetzt hört es sich zwar schon fast nach einer Werbeveranstaltung an, aber, ja, okay, recht, aber ist es ist, glaube ich, ganz so recht. Ich sage es auch, wenn es nicht so wäre. Ja, da kenne ich dich gut, genug. Genau, du, jetzt hast du angesprochen, wenn ich mal es richtig gemerkt habe, der erste Lehrling damals ist von selbst auf dich zugekommen, hat dich irgendwie kennengelernt oder ähnliches. Du machst es jetzt schon regelmäßiger, du hast 3. Wie schaut das Recruiting aus? Das heißt, wählst du Lehrlinge anders aus, als du es beim klassischen Mitarbeiter machst? Kannst du da vielleicht noch Tipps geben? Oder ist es ganz einfach, weil die ja ähnlich wie ein Trainee sind, ein ähnliches Verfahren sozusagen? Also jetzt bewusst haben wir keinen anderen Prozess, wenn man jetzt im Prozess denkt, im Sinne von irgendwo was dokumentiert. Also der Lehrling wird genauso behandelt. Was wir uns einfach anschauen vom Gefühl her, ist, schafft er den Weg bei uns? Eine Agentur oder ein Dienstleister oder Berater ist einfach ein eigenes Business. Das hat natürlich, das muss man können oder das muss man auch wollen irgendwo und schafft die Person das. Und wir schauen uns sehr stark eigentlich nur Mindset an. Und das ist egal, wie jung der ist, wie sehr sieht der Positives, kann der eigene Fehler, wie soll ich sagen, eingestehen. Wir mussten jetzt einen ablehnen, der kam von einem Kunden, lustigerweise, aber er wusste nicht, dass wir den als Kunden haben, seine Vorgängerfirma. Und der hat sich keine, der war immer, alle anderen waren schuld. Und das war das ausschlaggebende Punkt, dass wir den, der war mega bemüht und so, aber das passt, hat nicht gepasst. Also Mindset und Umfeld. Was sind die Lehrer, wie sind die Eltern drauf? Was geben die den Kindern mit? Wird der dort hineingezwungen in diese Rolle oder will er das selber? Weil der erste, der war nicht schlecht. Der erste Lehrling war nur das Problem. Die Mutter wollte das unbedingt und er wollte es nicht. Und das hat man nicht herausgefunden. Ja. Okay, das heißt, ich nehme so als Tipp ein bisschen mit, schau dir auch das gesamte Umfeld an. Dass, obwohl man sonst eigentlich sagen würde, klassischerweise, es bewirbt sich die junge Dame, der junge Herr bei uns, ist es doch ganz, ganz wichtig, auch zu hinterfragen, warum tut er oder sie das, weil man doch längerfristig zusammenarbeiten muss. Was mich noch bei dir interessieren würde, weil ich es von anderen Unternehmen auch immer wieder höre, und ich bitte dich vielleicht die 1-2 Minuten, wenn du noch hast, Berufsbild. Deckst du das Ganze ab oder wo holst du dir zusätzlich, ich weiß, dass
bei dir Ausbildung ja auch in deinem Unternehmen nicht unwichtig ist. Wo holst du dir die Bereiche, die du jetzt vielleicht nicht in der Tiefe abdecken kannst? Magst du da Kurse? Magst du Online-Geschichten? Wie unterstützt du da den Lehrling oder deine Kolleginnen und Kollegen? Wie läuft das ab? Und zwar, wir machen das so, dass wir haben, wie soll ich das am besten erklären? Wir haben, warte mal eine Sekunde, ich muss meinen Hund abschalten, weil der trinkt gerade. Abschalten ist auch gut. Dreieckchen von uns. Der Nachteil von Homeoffice, wenn der Hund trinkt, dann trinkt er. Also, wir machen das so. Bei uns darf in Kundenmeetings darf jeder Interessierte dabei sein, stumm. Das heißt, die schalten sich dazu. Bei Zoom ist das überhaupt kein Problem. Wir erklären das auch. Du, die sind aus Trainingszwecke dabei. Und wir sagen, du, das ist ein interessantes Kundenmeeting. Wer mag, darf dabei sein. Und das andere ist, wir machen Fragestunden, nennen wir das. Völlig unkompliziert. Einmal die Woche eine Stunde pro Thema, pro Fachbereich. Ich habe schon Teamleiter pro Fachbereich, somit initialisieren die das. Gibt es eine Stunde Webentwicklung, eine Stunde Webdesign, eine Stunde SEO. Und wir nennen das offene Fragestunde. Jeder darf mit seinen Fragen kommen und es werden einfach Themen behandelt. Und jeder darf zuhören, egal was für eine Rolle oder mitsprechen. Egal, ob du in dem Bereich tätig bist oder nicht. Und dadurch... Es ist alles auf Freiwilligkeit aufgebaut. Keiner muss dort da drinnen sein. Aber die sind wahnsinnig gut befüllt. Also beide Szenarien. Und dadurch hat man einfach, wie soll ich sagen, kann man so seine Fragen stellen, sieht wie Themen. Ja, es funktioniert total gut. Neben dem Thema, dass wir sagen, pro Mitarbeiter muss man 2 bis 3 Stunden müssen Vollzeit, Lehrlinge aber genauso sind da nicht ausgenommen, müssen sich mit neuen Themen beschäftigen. Ganz, ganz wichtig. Alle Bücher, Udemy, Audible, ganz egal, weil dieser Wert eines 50-Euro-Buchs oder so, das ist ja, wie soll ich sagen, ich würde niemals an Weiterbildung sparen. Mhm. Und dadurch geht es eigentlich ganz gut. Gepaart mit dem Alltag und mit Tasks passt das total gut. Das heißt, du kannst ehrlich sagen, für dich ist der Weg des Lehrlings ein guter Weg, den du scheinbar schon länger gehst. Und du kannst in unseren Kolleginnen, und da muss ich halt ein bisschen Werbung machen, weil ich mich natürlich freue, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer es vielleicht dann auch probieren und sich drüber trauen. Das heißt, aus deiner Sicht ist es das durchaus auch wert, es zu tun. Also wert 1000-mal und man muss nur eins bewusst sein, du musst Zeit investieren. Also das ist jetzt nicht unendlich, aber es geht nicht so nebenbei. Also das ist sagst du mit 10 Minuten länger pro Woche und ich kriege den Lehrling irgendwie ausgebildet. Das geht nicht. Aber wenn du das hinkriegst, dann sind das wahnsinnig treue Seelen und tolle Menschen und Kollegen und natürlich unternehmerisch wahnsinnig effizient. Das muss man halt auch, also kannst plötzlich statt 2 Personen 4 sein, wenn das überhaupt rechtlich man darf, aber ja, wird sich drauf ausgehen. Ja. Dann geht das. Und ich finde, der erste Lehrling ist sozusagen, es ist eine Erfahrung, die bringt es weiter auch menschlich, der den ausbildet. Du tust deiner Seele was Gutes und so weiter und so weiter. Also unbedingt machen. Das hört sich ja so gut an, fast so gut, um wahr zu sein, sage ich jetzt einmal. Das wären schon die fast eigentlich die optimalen Schlussworte. Ich möchte noch das Thema mit den Kollegen, mit der Frau Lemis und mit dem Herrn Gründer noch kurz durchdiskutieren. Sebastian, ich danke dir recht herzlich, dass du uns deine Sicht einmal, auch deine Erfahrungsberichte ein bisschen näher gebracht hast. Ich habe deine Kontaktdaten. Ich bin mir sicher, wenn die eine oder andere Fragestunde mal ist und ich leite das weiter, wenn es sich in Grenzen hält, bist du auch mit deiner Erfahrung da. Und sehr ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast und lass deinen Hund von mir schön grüßen. Ja, mache ich. Dankeschön. Danke dir, Sebastian. Danke dir. Mario, liebe Frau Polemis, darf ich Sie da nochmal dazu holen? Wollen wir das Thema vielleicht kurz mal andenken? 15 Jahre, 18 Jahre. Worauf müssen wir achten? Was ist der Unterschied? Die Frau Magister Polemis hat ein technisches Problem, aber das ist okay, das ist eher mein Thema. Also es ist, ich weiß nicht, diejenigen, die Kinder haben, vielleicht kennen sich, werden sich da ein bisschen auskennen. Es sind einfach die Klarstellung der Richtlinien. Ja? Also wenn ich Ihnen jetzt sage, du, Rüdiger, deine Pause ist um 9 Uhr, dann ist das für dich eine klare Aussage. Oder so, wie lange, aber mach nicht zu lang oder solche Sachen. Oder dein Arbeitsbeginn, also ich würde auf jeden Fall... Beim Lehrling, die meisten haben so Gleitzeit, also würde ich das erste Jahr, also fixe Zeiten, fix in der Früh der Beginn, fix die Pausen und so, und zwar ganz klar von bis.
Wenn ich jetzt meinem Sohn, weil der ist jetzt schon 18, dann sage, okay, na gut, jetzt mit 18 lassen sie nicht mehr so viel sagen, aber sagen wir, als 15, du gehst jetzt ins Bett um 9 oder ungefähr um 9, ja. Also für dich und mich ist ungefähr, ja, so 15 Minuten rauf, runter, für ihn ist ungefähr auch Mitternacht, das ist egal. Ne? Klingt jetzt lustig, aber ist klare Richtlinien und Strukturen, wenn man das kommuniziert von Haus aus, von ersten Tagen an, die halten sich auch dran. Ja, also da, wann ist Arbeitsbeginn? Handybenutzung, Rauchen, Internetseiten, also alles, das muss man alles vorher bedenken. Ganz klar strukturieren und nicht nur, da kann ich ins Facebook, naja, aber nicht zu viel. Für mich und für dich zu viel, was für ihn ist 3 Stunden noch zu wenig, für mich ist 10 Minuten zu viel vielleicht. Also da gibt es nicht ungefähr, da muss man wirklich ganz klar strukturieren und das, wenn man das vom ersten Tag an macht, die halten sich auch dran. Und wenn ich sagen, okay, also mit so Aussagen wie ein wenig oder nicht zu viel oder circa, also das sind sie verloren. Also das weiß man auch von seinen eigenen Kindern. Aber wir haben ja hier auch eine pädagogische, eine soziale Aufgabe. Und es steht ja auch nicht umsonst fast in allen Verordnungen vom Ministerium hier auch sicher Vermittlung von sozialen Kompetenzen. Und das gehört natürlich dazu. Also ich lerne, wie ich arbeite und wie ich meine Arbeit angehe und wann ich esse, wann ich rauche, wenn es sein muss, keine Ahnung, oder wann mein Arbeitsbeginn, solche Sachen, man muss sich wirklich klar dann halt, und dann hält man sich dran, dann ist es auch in Ordnung. Also das muss man sich bewusst sein. Aber so ungefähr und ein wenig und ein bisschen, also da kann man schon Probleme bekommen. Das heißt, es muss einem wirklich bewusst sein, dass man auch in der erzieherischen Rolle mitarbeiten muss, vor allem bei jungen Leuten, das muss einem auch bewusst sein. Auf jeden Fall. Sebastian Prohaska hat es gerade erwähnt, es ist natürlich auch gerade die Lehre von erwachsenen Personen ein ganz interessanter Punkt. In Deutschland ist es viel, viel verbreiteter schon, als es bei uns ist. Gerade in unseren hochspezialisierten Bereichen, Applikationsentwicklung, Betriebstechniker, Systemtechnikerin, sind natürlich auch erwachsene Leute durchaus gern gesehen. Ein Thema dazu noch, was mich interessiert, auch schon oft von Kolleginnen gefragt, wie ist denn das mit der Aufsichtspflicht? Ich bin ein kleines Unternehmen, ich habe meine 2, 3 Leute. Und nehme jetzt meinen ersten Lehrling auf, habe ihn dabei, Lehrling ist 16 oder 17 Jahre alt, also nicht volljährig. Ja. Wie weit muss ich denn immer bei ihm sein? Gerade in kleinen Unternehmen und letztendlich sind viele, die heute teilnehmen, nicht so groß, weil ich das gesehen habe. Wie weit kann ich denn einmal auch ihn vielleicht eine halbe Stunde kurz allein im Büro lassen, weil ich zum Kunden muss oder weil ich in ein Meeting muss oder rein in der Aufsichtspflicht, privat gesehen, meine Tochter ist 15, die kann ich zu Hause auch mal eine Stunde allein lassen und brauche mir keine Sorgen machen. Wie schaut denn da die rechtliche Lage aus? Magst du da vielleicht noch ein paar Sätze sagen? Also prinzipiell darf ich einen Lehrling nicht alleine lassen. Ja, okay. Wenn ich jetzt aber kurz in die Post gehe oder so, nur kurz, Nathalie, hast du das Thema jetzt mitbekommen? Wir hatten ein technisches Problem. Wir hören Sie jetzt ganz schwach nur, Problem ist. Also ich höre dich gar nicht auf den Kopfhörer, Natalia. Wenn die Technik nochmal bitte herkommen würde, das wäre nett. Ich habe es ganz, ganz schwach gehört, aber ich glaube im Stream war es nicht. Jetzt bist du ganz, bei mir bist du ganz weg jetzt. Also. Gut, Rüdiger ist jetzt auch weg. Nein, ich bin noch da. Ich habe mich nur, um den Stream zu spalten, auf euch beide geschalten. Ich bin noch ganz normal da. Ich habe mich nur kurz weggeschaltet. Mich jetzt besser? Jetzt ist es perfekt. Ja? Ja, sehr gut, super. Also, Entschuldigung, jetzt war ich kurz abgelenkt. Wegen der Aufsichtspflicht war das, gell? Ja, so an und für sich soll ich den Lehrling nicht alleine lassen. Wobei, wenn ich jetzt kurz irgendwo hin muss, ja, da wird mich jetzt keiner, sag jetzt einmal, an den Pranger stellen. Aber es sollte mit Maß und Ziel sein. Ich kann Ihnen da jetzt keinen Zeitraum nennen. Es sollte kurz sein. Genau, die Grundaussage Wobei ist auch beim Lehrling, natürlich beim Minderjährigen, die Geschichte mit der Aufsichtspflicht. Aber ganz grundsätzlich soll ein Lehrling, auch wenn er erwachsen ist, nicht alleine sein. Weil er ja ausgebildet werden soll. Das war jetzt auch so ein bisschen das Thema mit dem Distance Learning beziehungsweise mit dem Homeoffice bei Lehrlingen, dass es hier ja nicht so wirklich ums Alter geht, sondern um die Ausbildungsverpflichtung, die der Betrieb hat
und die erfolgen muss. Wenn ich natürlich jetzt einen 23-Jährigen dort habe und ich lasse ihn jetzt für ein paar Stunden alleine und gebe ihm einen Arbeitsauftrag, was er zu tun hat, mache meinen Kundenbesuch zum Beispiel, kommt zurück, kontrolliere es und erkläre ihm, was er gut oder falsch gemacht hat, dann ist es natürlich kein Problem. Ja? Genau. Das heißt, man muss mit Augenmaß und mit einem, ich sage, dem Alter und auch dem Lehrfortschritt, ich könnte mir vorstellen, einen Lehrling im dritten Lehrjahr kann ich vielleicht ein bisschen länger an einem Thema arbeiten lassen, als jemand, der ganz frisch angefangen hat. Sie haben mir ein Thema schon jetzt gerade weggenommen, das ich noch ganz kurz in den letzten Minuten besprechen wollte, nämlich das Thema Homeoffice. Ist, glaube ich, gerade jetzt, wir haben jetzt ein Jahresjubiläum, leider Corona. Viele sind noch im Homeoffice, in der IT ist es ja nicht ganz unüblich. Das heißt, das wird nicht einfach gewesen sein für viele Unternehmerinnen und Unternehmer. In der Ausbildung wird auch irgendwie geklappt haben. Also, gibt es da noch irgendwelche Tipps in dem Bereich? Vor allem, wenn man jetzt bedenkt, wir werden noch ein paar Wochen oder Monate mit dieser Thematik zu tun haben. Einerseits wollen wir die Leute im Homeoffice haben, andererseits tun wir uns bei manchen Dingen ein bisschen schwer. Gibt's da naja, irgendwie? Das mit dem Homeoffice beim Lehrling ist einfach wirklich schwierig. Es gibt hier keine gesetzlichen Vorgaben. Das war auch nicht, wie soll ich sagen, als das BAG das letzte Mal novelliert wurde, war das nicht so das Thema. Und an sich, wenn ich einen volljährigen Lehrling, ich sage jetzt einmal, einen Tag in der Woche im Homeoffice belasse, wird jetzt im Moment auch keiner was dagegen sagen oder 2 Tage. Aber an und für sich sollte der schon im Betrieb direkt ausgebildet werden. Also es gibt da jetzt keine klare Vorgabe. Gut, ja? Also auch da gesunder Menschenverstand ist dann, glaube ich, auch in dem Bereich ein ganz wichtiger Ansatz, den wir momentan alle brauchen. Ich glaube, auch im Hinblick auf die Zeit, ich habe jetzt, ich glaube, aktuelle Fragen haben wir jetzt keine mehr. Ja, eine ist noch gekommen, habe ich gerade gelesen. Wie lange verweilt statistisch betrachtet ein IT-Lehrling nach abgeschlossener Ausbildung beim Unternehmen? Gibt es da irgendwelche Richter? Das können wir nicht beantworten. Ich habe da keine Daten. Und ich glaube, es liegt auch stark am Unternehmen. Wenn ich möchte jetzt fast den Sebastian Prohaska zitieren, wenn ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Haus aus diese Wertschätzung entgegenbringen, sie im Team integriert habe, sie dementsprechend ihre Ausbildungen machen können, dann ist wahrscheinlich das Animo auch nach der Lehrzeit im Unternehmen zu bleiben höher, als wenn man im dritten Lehrjahr schon denkt, na, wann bin ich denn endlich fertig? Ich glaube, das ist wie immer Mitarbeiter halten, Mitarbeiterinnen pflegen, ganz einfach zu schauen, dass sich das Team auch wohlfühlt, ist eine der Führungsaufgaben, die uns keiner abnehmen kann als Unternehmerinnen und Unternehmer. Und würde mir jetzt erlauben, nachdem es 11.29 Uhr ist, wir hätten fast eine Punktlandung geschafft zu viert. Also ich bin Ihnen da wirklich sehr, sehr dankbar. Wir haben das, glaube ich, timingmäßig perfekt. Meinerseits würde ich als Resümee ziehen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die sich bis jetzt vielleicht noch nicht getraut haben, traut euch doch bitte, ruft bei der Lehrlingsstelle an. Mario Grinja, Kolleginnen und Kollegen, wird sicher ins Unternehmen kommen, wird euch helfen. Die Frau Polemis steht dann bei den wirklich schwierigen rechtlichen Sachen uns auch noch immer zur Verfügung. Das heißt, sie haben Hilfestellung, sie haben ein Netzwerk. Wir unterstützen dabei, bei der Suche, bei der Pflege, bei der Erstellung des Feststellungsbescheids, bei allen Thematiken, die Sie haben. Denken Sie es einmal durch, holen Sie sich Informationen und ich würde jetzt fast sagen, legen Sie los. Wir helfen gerne. Bei meinen Mitvortragenden darf ich mich recht herzlich bedanken. Sebastian Prohaska ist schon wieder draußen. Nochmals herzlich mein Danke von hier. Liebe Frau Polemis, für Ihre fachliche Expertise, für die Details, für die Fragen, die Sie uns beantworten können, herzlichen Dank. Mario, auch dir für deinen Vortrag und für die Unterstützung. Vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass wir da so kompetente Kolleginnen und Kollegen auch von mir jetzt im Team haben und wir gemeinsam letztendlich die Fachkräfte der Zukunft in den Unternehmen ausbilden werden. Ja, nichts zu danken. Sehr gerne. Und wie gesagt, jederzeit kann man sich an uns melden, an mich und den Herrn Grinja. Ja, ich nehme mal an, Entschuldigung, Herr Lina, die Folien werden wahrscheinlich Ihren Mitgliedern übermittelt werden, oder? Ja, also wenn das von Ihrer Seite okay ist, würde ich die schon gerne zur Verfügung stellen. Natürlich.
Wir können die an die Teilnehmenden, ich werde es mit dem Fachgruppenbüro besprechen, dass wir die per E-Mail noch zum Download also zur Verfügung stellen. Und wie gesagt, nochmals das Angebot, bitte wenden Sie sich an die Kolleginnen von der Lehrlingsstelle für Betriebsservice. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Wir können da gemeinsam viel bewegen. Trauen Sie sich, machen wir es gemeinsam. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder die andere bei einer der nächsten Veranstaltungen mal wieder persönlich auch sehen würde, so gerne ich rede und in einen Kopfhörer hineinrede. Bei einem Glas Wein oder vielleicht bei einem Gespräch ist es auch mal ganz nett. Würde mich da freuen, wenn wir die ersten positiven Berichte haben. Ich darf noch eine kleine Sneak Preview machen. Das Thema Mitarbeiterinnen, gerade für Unternehmen, die zum ersten Mal Mitarbeiter auch einstellen. Wir werden uns im April auch mit einem weiteren Webinar auch mit dem Kollektivvertrag beschäftigen. Auch da sind die Lehrlinge enthalten. Also bitte da aufmerksam die Newsletter der Fachgruppe lesen. Da wird in Kürze auch eine Terminanladung kommen. Meinerseits bleibt mir nur mehr, mich herzlich zu bedanken. Und ich freue mich auf viele, viele neue Kolleginnen, die bei Ihnen euch ausgebildet werden. Herzlichen Dank. Danke auch, danke. Wiedersehen. Wiedersehen.